Ich bin nochmal so eine Labertasche, weil ich Bock auf Streamen hab. Let's go! Ich spiele wahrscheinlich erstmal Harry selber und nicht irgendeinen tollen random Nebencharakter, der ein Hufflepuff ist. Die Statue. Nein, Bayern, dann wirst doch du gebonkt. Das weißt du. Oh, Katze! Ist dies McGonagall? Ich kenne mich natürlich mit Harry Potter aus. Ich liebe Harry Potter. Oh, es ist nicht McGonagall. Da ist sie ja. Harold Töpfer. Oh! Fresh Dumbledore. Ich komme jetzt aus meiner... Ich kann die Texte nicht. Sechs Stück und die... Okay. Holy shit, das Leid! Legospiel und Humor, ne? Yes, so Baby. Ich hab nur so einen coolen Slide gemacht. Hallo Katze übrigens. Bleibst du jetzt auf meinem Tisch und lässt dich schmausen? Er rappt hier und er rappt dort. Und zwar 100-mal besser als der dunkle Lord. Kann ich verstehen, Drach. Ich mag... Oh Gott, Petunia. Hi. Hallo, Dudley. Oh, nom, 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 nom. Hier habt ihr Essen. Oh, Gewürne. Nom, 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 nom. The Baby, Moment. Udo, falsches Spiel. Sind das viele. Ich hatte auch mal Lego von Harry Potter. Mit so einer schneeweißen Eule. Hedwig. Die sah genauso aus, nur in schneeweiß. Wieso ist Dudley so dünn? Weil es nicht solche Lego-Figuren gibt? Oh Gott, die Tapete. Ein Poster. Nice. Oder gibt es mittlerweile auch dicke Lego-Figuren? Ich bin da total raus. Ich habe lange, lange, lange kein Lego mehr gekauft. Und die Bücher habe ich auch nochmal angefangen zu lesen, aber mich dann doch wieder lieber in den Hörspielen, Büchern, in den Hörspielen und Filmen verloren. Sorry. Darüber bin ich auch sehr sad, Nighty. Nase fragen, wie, was, wo? Nee, 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 nee. Y. Ich bin Hagrid. Oh, ich will aber Harry spielen. Erstmal. Was kann ich machen? Oh, Katze! Kann ich auch Sachen kaputt machen? Oh, weil man sich am Kaffee verschluckt, ne? Ich weiß zwar nicht, wofür ich den Kram brauche, aber Sammelkram ist immer wichtig. Was? Der fahrende Ritter, geil. Ich hatte, glaube ich, mal... Also, was heißt, ich glaube... Ah! Ich habe keine Ahnung, was ich tue. Doch, ich habe... Oh Gott. Das ist aber nicht PS1, Hagrid. Ja, Entschuldigung. Gut, Harry kann ja noch nix. Also so wie ich. Ja, Wizard Harry, hier hast du meinen wunderschönen Kuchen. Wo ich deinen Namen falsch geschrieben habe. Ich habe keine Ahnung. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich habe Harry Potter quasi, als der erste Film rauskam, habe ich angefangen mit Harry Potter. Oh, what the fuck? Interessant. Was passiert hier? Kein Problem. Ich habe mit dem PS1-Spiel mit Harry Potter angefangen. Danach habe ich den Film geguckt und danach das Buch gelesen. Ich weiß, es ist eine komische Reihenfolge. Ich
nicht mehr so interessant. Bayern, du bist gefeuert. Was ist das? Das sieht nach Gryffindor aus. Ah, Gryffindor ist aber langweilig. Egal, gib her. Bisschen rumspielen hier. Wie, was, wo? Ja, wer macht mir demnächst meine Layouts, wenn Bayern gefeuert ist? Ach nee, Moment. Hackwarts? Wait. Wait. Der Junge, der überlebte und der nichts kann. Oh, oh. Okay, guck. Warte, was? Kann ich das nochmal haben? Ah, und dann, als ich mit Harry Potter angefangen hatte, war ich für immer verloren. Es gab damals die ersten 4 Bücher. Die Wartezeit auf Teil 5 habe ich dann doch noch mitgemacht. Ach so. Was? Die Tür mit Wingardium Leviosa öffnet? Das ist nicht Wingardium Leviosa. Aber ist okay. Eine Blechkatze zaubert. Was kann da schon schief gehen? Hallo, Timmy. Wie geht es Ihnen? Hackwarts. So wie ein Hagrid. Da müssen wir aber noch mal üben mit Aussprache und so, Drachi, ne? Also wir machen bestimmt keine 100% hier, sonst bist du ja ewig schon 3 Tage beschäftigt. Holy shit. Aber ein bisschen... Also nur durchrushen ist ja langweilig. Was ist das? Was ist das? Hallo, na? Wer sind sie? Oh, Slytherin. Aber ich hab das... Also... Aber mein Gryffindor-Dingsbumsi. Moment. Ich komm noch nicht ran. Abracadabra, öffne dich. Also Alohomora ist es ja eigentlich nicht, weil die Tür war ja nicht verschlossen. Ich habe das Ding ja nur gedreht. 14.11 mit den Filmen, mit 14 die Bücher. Ah, oh. Wie alt war ich als die... Wann kam der erste Film raus? 2001? Warte. Kann ich Harry da irgendwie hoch? Ansonsten würde ich versuchen, den hier zu machen. Harry, sei mal brav. Gehst du? Junger Mann. Ich will da wieder hoch. Bin Azkaban. Du, ein Azkaban will ich nicht sein. So, Dementoren, die dir alle Liebe und alle Glücksgefühle aussagen? Ansonsten lassen wir das halt mal stehen, ne? Quidditch gespielt? Ach, das Spiel meinst du, ne? Das kenne ich auch noch auf der, lass mich nicht lügen, PlayStation 2? Glaube ich. Ja, ich habe es auf der PS2 gespielt. Harry Potter. Ich bin Harry Schotter. Und ich stehe darauf, ganz viel Schotter zu haben. Entschuldigung. Geht gleich wieder. Also, wenn ich mit 2001 richtig liegen sollte, dann treibe ich mich schon 20 Jahre in meinem Kopf in Hogwarts rum. Und ich habe darauf gewartet, dass ich, als ich 11 Jahre alt geworden bin, mein Brief kam. Und was ist passiert? Er kam nicht. Was? Harry, kann ich dich irgendwie parken? Warte mal. Pass auf. Option. Controller-Einstellungen. Nee, ich kann ihm nicht sagen, bleib da mal stehen. Schade. Warte. Ah? Aha.
Ich muss X drücken. Ich muss noch mal was ausprobieren, Guys. Sorry. Kitty, Schrotter. Na, nicht Schrotter, Niesch. Schrotter. Schrott hatten wir beim Trash-Stream. Pass doch mal auf, Niesch. Ich warte heute noch, dass Hagrid kommt und mir den Brief gibt. Hm. Kann ich vielleicht? Nee. Schwul da hoch! Wenn das Hufflepuff wäre, würde ich jetzt den Aufstand proben. So. Einen Versuch will ich noch machen. Okay. Komme ich da halt nicht hoch? Kitty Schabernack? Nee, wenn dann schon Schabernack-Kitty. Ich heiße ja Blech-Kitty und nicht Kitty Blech-Timme. So, so, so. Ihr passt schon wieder alle nicht auf, ne? Bist du Malfoy oder siehst du nur zufällig blond und grumpy? Naja, okay, deine Kleidung ist zu zerfetzt für einen Malfoy. Blech grumpy. Ja, das ist aber schön modelliert. Muss ich schon sagen. Ah? Ich will aber keine Spinne. Ich brauche Eis und eine Blume. Der hier hat Eis. Eis, Eis, Baby. Ich bin übrigens ein Kind der 90er. Smellfoy, Smelly. Wer mag schon die Malfoys? Ja, okay, die Malfoys mögen sich sehr gerne. Das könnte man noch... also, ja, doch. Schmeiß rein. Ich bin Kitty. Kitty Blech, die einzig wahre Katze. Was ist das? Oh, oh. Habt ihr das gesehen? Der will mich. Oh Gott. Der will mich halt wirklich. Was? Dinge passieren? Cool. Nehme ich. Du bist auf jeden Fall Quirrell. Der so redet. Ein Crush auf Snape? Also bei Alan Rickman kann ich das verstehen, Nighty. Ein Crush auf Draco. Ich meine... Oh Gott, ich habe den Schauspielernamen vergessen. Tom Felton. Oder so ähnlich. Ich meine, er sieht schon echt schnieke aus. Was den Frauenbereich angeht, müssen wir uns ja nicht drüber streiten. Ja? Emma Watson und so. Ich bin zwar eher so für Männer zu haben, aber über Emma Watson kann man sich nicht streiten. Nein, Snape von Harry. Okay. Was ist das? Ich glaube, als Kind hatte ich einen kleinen Crush auf Oliver Wood. Kannst du... Helena Bonham Carter. Oh, geil. Was ist das? Oh, oh. Ich verstecke mich in einem Fass. Das ist wie ein Gothic. Tschüss. Ich bin da mal woanders. Tipp, 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 tipp. Okay, Spiel. Ich brauche noch ein Eis. Hat jemand Eis? Katze, beruhig dich. Ja, das ist definitiv wie ein Gothic. Kennt ihr die Szene aus den späteren Filmen, wo Helena Bonham Carter... Nee, wie war das nochmal? Helena Bonham Carter und Hermine... Knoten im Kopf. Wo Hermine so tut, als wäre sie... Gott, ich kriege das nicht mehr auseinander. Die eine hat die andere nachgemacht. So. Ich bin verwirrt. Da oben war ich auch noch nicht. Ja, gib mir halt mein Eis, Junge. So. Ich bin verwirrt. Ha! Oh, oh, da ist mein Eis. Donk. Also, wenn ihr einen Zaubertrank macht, schmeißt auf jeden Fall Eis rein. Helena Bonham Carter hat Emma Watson gespielt, die Hermine tut, die so tut, als wäre sie Bellatrix Lestrange. Danke, Iggy. Ha. Genau, Hermine hat Bellatrix mit dem Vielsafttrank imitiert, um in das Verlies zu kommen. Dankeschön, meine Fresse. Eine Eisbombe.
Ist es so wie eine Arschbombe? Nur anders? Nur sehr starke Charaktere können Ketten ziehen. Also ich nicht. Ich habe keine Muckis. Ich bin eine schwache 1,61 Meter große Frau. Gefangene von Azkaban. Das ist immerhin der beste Film, Timmy. Don't change my mind. Die schwächsten würde ich sagen Teil 4 und Teil 2. Manche mögen mich dafür hassen. Aber ich glaube, ich würde Teil 4 auch mehr mögen, hätte ich die Bücher nicht gelesen. Teil 4 nimmt sich halt von den Büchern aus sehr viele Freiheiten. Azkaban fand ich halt sehr geil. Also Teil 3, weil es halt ein bisschen düsterer wurde. Kitty ist kleiner als ich. Ja, größer als ich sein ist nicht schwer. Ich meine, ich habe mich ab Teil 2 damals als Kind sehr schwer getan mit den Filmen. Erstmalig, weil du stellst dir halt als Kind in deiner Fantasie. Also was heißt als Kind? Wenn du ein Buch liest, du stellst dir alles immer anders vor als in der Verfilmung. Und als Kind kam ich darauf halt nicht zurecht. Ich dachte mir so, Alter, so sieht Sirius nicht aus. So sieht Lupin nicht aus. Ihr habt einen Schaden und war voll pissig. Aber mittlerweile denke ich mir so, ja, passt halt. Und manchmal, ich bin auch größer als Kitty. Du bist 1 Meter wie viel, Iggy? 90 irgendwas. Heiligtümer des Todes muss man immer zusammen gucken, Nighty. Kann ich das irgendwie? Ah! Es wäre Licht. Ich meine Lumos. Naja, es ist nicht direkt Lumos, aber... Quasi? Das Buch zu Teil 4 nicht so gut. Alan Rickman, also ich meine, ich habe bei Teil 1 habe ich ja erst Spiel, dann Film, dann Buch. Das heißt, ich hatte vorher keine andere Vorstellung. Aber ich glaube, selbst wenn es andersrum gewesen wäre, Alan Rickman sieht einfach aus wie Snape. Ich habe damals, als Heiligtümer des Todes neu rauskam, als die Filme rauskamen, ich habe den ersten Teil nicht geguckt, bis der zweite draußen war, weil ich die am Stück gucken wollte. Es war so schlimm, das auszuhalten. Aber ich habe es durchgezogen. Und bis heute gucke ich eigentlich immer beide am Stück. Das gehört sich ja eigentlich auch so. Geld, 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 Geld. Stichwort Geld. Ich habe jetzt doch mal wieder ein bisschen Rechnerei betrieben wegen Twitch-Money und so. Das fließt ja immer wieder auch zurück in Technik, in Emotes, in andere Commissions, in was weiß ich was alles. Hui! Okay, cool. Ich werde mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich diesen Monat eine Auszahlung bei Twitch bekomme. Ich glaube aber eher nächsten Monat. Ich werde auf jeden Fall die Tage mal was wieder bei Cindy bestellen, bei unserer großartigen Emote-Künstlerin. Hey, ich habe da ja so eine Liste mit euren ganzen Ideen, dass die Bücher ziemlich dick sind. Oh Gott, der dickste ist der 5er und 1000 Seiten, Timmy. Also die ersten Bücher gehen noch von der Seitenanzahl her. Dann wird es immer dicker, immer dicker, immer dicker, bis du so einen Wälzer hast. Und dann wird es wieder minimal dünner. Ich meine, es hätte nur ein Buch über 1000. Selbst Schauspieler ist tot. Ja, Alan Rickman ist... mittlerweile schon ein paar Jährchen tot. Ich fand halt immer ganz schön, dass er gesagt hat, ich übersetze das jetzt mal relativ frei, weil ich es nicht immer wörtlich im Kopf habe. Der wurde gefragt, ja, was ist denn, wenn du mit 87 oder so in deinem Schaukelstuhl sitzt? Wirst du dann immer noch Harry Potter lesen? Und er meinte, so immer. Also wie in Always, so wie in der berühmten Szene, die alle lieben, die Harry Potter mögen. Für die Leute, die nicht alle Teile kennen, ich gehe bei Harry Potter da relativ frei mit um. Und gehe einfach mal frech davon aus, dass das bekannt ist. Ansonsten erlebt ihr die Story ja hier. Hallöchen! Grindelwald joined the chat. Oh no, wo ist Dumbledore? Rennt! Stichwort Dumbledore. Habt ihr die Filme gesehen von Fantastische Tierwesen? Den dritten habe ich zwar noch nicht gesehen, aber ich muss sagen, im zweiten, der junge Dumbledore sieht geil aus. Don't change my mind. Ich will da dran. Ich weiß den Schauspielernamen nicht. Beim originalen Harry Potter weiß ich ein paar Schauspielernamen.
Nicht alle. Das ist zum Beispiel irgendwas. Coltrane? Ruby Coltrane oder so? Solange Grunty nicht in Hogwarts ist. Oh, geh weg, Punk! Ja, ich habe hier Hütchen und einen Schlüssel mit Harry Potter Schlüsselanhänger. Ich bin dein größter Fan. Ich finde, ab Teil 2 sollten die Filme von Fantastische Tierwesen losgekoppelt sein. Ein reiner Dumbledore-Grindelwald-Film wäre geil, aber die ploppen halt immer Newt Scamander und Coda rein. Und das muss halt nicht sein. Jude Law, heißt das so? Auf jeden Fall sieht er, ich weiß, dass der junge Dumbledore geil aussieht. Das ist das wichtigste Detail. Ich habe übrigens nicht aufgepasst, wohin. Ich meine, ja, ich mag Newt Scamander. Er ist ein Hufflepuff und einer der wenigen Tollen. Aber. Ach so, oh, ich bin Griffhock. Guten Morgen. Oh Gott, im PS1 Harry Potter gab es so ein furchtbares Minispiel. In Gringotts. Oh, hier ist doch etwas schlecht geworden. Du bist so Bahn entlang gefahren, musstest irgendwelche Edelsteine sammeln und dabei so rechts und links und was weiß ich machen. Ha, nee. Kann ich? Was ist das? Kann ich dich schieben? Aha. Die Uhr tippt immer schneller. Schließt euch mir an oder sterbt. Ja, so sterben hört sich gut an, oder? Das Minenlevel. Oh Gott. Ja, dann gehe ich halt wieder. Warte, ich habe noch eine Idee. Einen habe ich noch. Oh. Ist das so gedacht? Hä? Was habe ich getan? Ich bin verplant. Das ist kein Problem. Oh, oh. Hat er gefasst? Hat jemand F-Zero-Musik? Die selber einen Roman schreiben können. Holy shit, Timmy, soll ich was Peinliches erzählen? Oder soll ich es lieber lassen? Oh Gott, ich habe ihn umgefahren. Ja, also das tut mir leid. Ich, bin gleich fertig mit Assi sein. Ich habe alles gelesen, Drachi, aber was... Hä? Okay, was? Ich will das aufmachen! Was die Aussage angeht, dass Harry Potter besser ist als Tierwesen? Ja! Kitty macht komische Geräusche! Wo ist Hagrid? Da ist Hagrid. Ich will mit Hermine spielen, auch wenn das falsch klingt, ich weiß, aber ich will mit Hermine. Kamera? Mit Hermine spielen! Ich konnte doch mal mit Harry rollen. Du, Barry Roll. Gibt beim Breath of the Wild auch so einen wunderschönen Clip, wo ich den Eponator habe und F-Zero-Musik anschmeißen, nur so düpp, 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 düpp mache. Das war auch echt witzig. Oh Gott, was bist du denn? Hallo? Interessant. Ich mag ja auch Lego an sich, ne? Ich meine, ich habe keinen Platz dafür und eigentlich auch schon genug Hobbys. Was? Die Zeit fressen Videospiele, Anime, Serien. Was? Hallo, na? Was? Okay. Ich will jetzt aber auch noch mal hier gucken. Danke, Udo.
Aber wenn ich Zeit und Platz hätte und Geld, weil Lego-Schweine teuer ist, würde ich mir ganz viele Klemmbausteine kaufen. Ich darf ja eigentlich auch nicht Lego sagen, ne? Klemmbausteine, ja. Ach, hier komme ich eh nicht rein. Okay, cool. Darf man Lego sagen, wenn es Lego ist? Ich glaube, es war so, dass ich nicht Lego sagen darf, wenn es kein Lego ist. Tschüss, Griffog. Bitte jetzt nicht wieder eine Sequenz, wo mir schlecht wird. Danke. Oh Gott. Meine Kamera ist nicht im Weg, oder? Lego bei Lego sagen darf ich. Sehr gut. Oh Gott. Was bist du? Und will ich das wissen? Ich glaube, ich will es nicht wissen. Tschüss. Ich habe Salat im Ofen. Kitty nur noch 4K. Nee, Kitty schreibt mal mit einem K. Bayern. Hä? Ich tue schon wieder Dinge, ha? Huh? Geh mal weg. Weg hier, Hagrid. Kitty! Geld? Oh, das war sogar das richtige Verlies. Harrys Eltern so Geld? Was machen die denn hier für eine Party? Ich glaube, Timmy hat ein paar Ks zu viel benutzt. Sorry, Timmy. Hagrid nimmt geheime Geheimsachen mit. Since 382 BC, also before Christ, also vor unserer Zeitrechnung. Bin ich Griffog wieder los? Oh, kann ich da nochmal rein? Ich will da nochmal rein. Was hatten James und Lily bitte für Jobs, dass die so viel Kohle hatten? Holy shit. Hm, wo muss ich nur hin? Ich weiß es nicht. Ah, Ollivander ist nicht ganz so gut gelungen, muss ich sagen, vom Kopf her. Mach kaputt. Bankräuber, ich glaub's auch. Oder die haben reich von ihren Eltern geerbt. Oder die waren Influencer. Harry ist halt schon ein reicher Sack. Ja, also Harry, du bist ein Zauberer, aber leider hast du kein Geld und musst erstmal arbeiten gehen. Geh mal anschaffen. Alles Gute zum Geburtstag. Hier ist Hedwig. Die PDFs. Komm in meine Telegram-Gruppe und kauf meine PDFs. Das mache ich auch immer. Level abgeschlossen. Freies Spiel freigeschaltet. Hauswappen, kein Hufflepuff, traurige Geräusche. Jetzt hat er einen Vogel. Ich bin auch ein 8% zu wenig, schade. Was ist mit Niesch? Was ist der wo? Ja, erstmal ist Niesch, wünscht dir was dran. Wieso? Will Bayern einlösen? Ich habe gerade nicht aufgepasst. Was? Schüler eingebracht? Ja, ich verstehe Dinge. Niesch hat sich Phoenix Wright versus Professor Layton gewünscht. Alle Süßigkeiten. Alle beide Süßigkeiten. Gleich 9¾. Hallo, na? Guck mal, da sind Tom und Thorsten. It's a secret. No. Bayern will wahrscheinlich meine Reaktion sehen, wenn er einlöst. Tim und Struppi, nein, das sind Tom und Thorsten. Hast du Harry Potter und einen Stein nicht geguckt? Ja, Harry, ohne Brille sehe ich auch nichts mehr. Da ist Hermine. Harry und seine Eule Hermine. Keine Sorge, wir mimen Colton Mirror nicht die ganze Zeit, aber halt so ab und zu mal. Gotta go fast! Tim und Struppi, okay, fair. Hallo Hagrid! Großer, bärtiger, dicker Mann! Hast du mich gerade dick genannt? Oh, diese Zähne.
ist Malfoy. Hermine, Hermine, Hermine und Ron. Schütt mir ganz schnell was ein, Brachi. Tilja! Ja, Iggy. Schneepo! Gryffindor! Slytherin! Oh, Kitty spoilert! Gryffindor! Nicht Slytherin, nur nicht Slytherin. Fresh Dumbledore! Das ist wahrscheinlich Percy, der ist ja Vertrauensschüler zu der Zeit. Also zeigt den neuen Leuten, wo es lang geht. Das sind die. Fun Fact! Hier sind ja die sich drehenden Treppen, die sich immer zufällig verschieben im ganzen Schloss. Das ist eine Film-Only-Sache. In den Büchern wurde das mit keinem einzigen Wort erwähnt. Darüber denkt man gar nicht nach, weil man es gewohnt ist. Das dürfte Seamus sein, glaube ich. Oder Dean Thomas. Es ist auf jeden Fall nicht Neville. Nicht so viel auf einmal Spiel. Hallo. Okay. Was? Was? Wieso macht er die ganze Zeit? Seamus ist ihre. Okay, dann ist das nicht Seamus. Dann ist das wahrscheinlich Dean Thomas. Ich verstehe, wie Lego-Spiele funktionieren. Hallo, Hedwig. Ich bin auch irre. Ich auch. G-X-X-I-V. G? Keine Ahnung, aber das steht für 24. Das Geräusch macht mich kirre, ne? Aber ich krieg da irgendwie... nicht drauf gezielt. Das? Ich will... Mir geht's gut. Neville kennen wir ja. Der sich durch die Pubertät... wie sagt man? Also, holy shit, hat ihm die Pubertät gut getan. Uiuiuiuiuiuiuiui, sieht der gut aus mittlerweile. Ah, wir schwärmen nicht nur für Leute hier heute, ja? Okay. Aber was ist das? Das ist Gold. Ich weiß nicht, was es ist, aber es ist bestimmt gut, wenn ich das hab. Ich glaube, das ist voll was für Leute mit einem Sammelfetisch, ha? Huh? Kannst du dich ja stundenlang aufhalten hier. Ich mach mich so fertig, ne? Sind das aber auch Sachen, die ich noch nicht machen kann? Weiß nicht. Dass die Treppen von Ravenclaw Gründerin sein, damit die Schülerinnen mit dem Kopf bei der Sache sein. Was ist, wenn man kopflos ist? Da steht 25. Da steht wahrscheinlich 23. Ich habe keine Ahnung, aber da stehen Zahlen. In Hi, Römisch. Wie nennt man das nochmal? Bist du Neville? Du siehst sehr nach Neville aus. Vielleicht. Das bin ich. Schlafen. Oh, ich habe den Gryffindor-Jungen freigeschaltet. Geil! Römische Zahlen, sag ich doch, war ein Test. Oh, oh. Was? Ich habe aufgeräumt. Fällt man durch unechte Treppen. Nun, Norm. Boink, 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 boink. Ich meine, haben wir nicht alle davon geträumt, mal Harry? Was zum? Jetzt aber leicht FSK 18, du.
Die tragende Charakter der Serie. Also wenn hier jemand tragend ist, dann Hermine. Kann ich auf Hermine wechseln? Yes! Ich bin Emma Watson! Ich habe das Leben durchgespielt. Ich bin hübsch. Ich kann halt noch nichts, ne? Also Hermine kann halt ein bisschen mehr, weil sie schlaue Klugi ist, einen Brief aus Hogwarts als Muggel bekommt und sich denkt, ich lerne jetzt alles, weil Zaubern geil ist. Und Harry kommt in die Zaubererwelt und denkt sich so, lernen? Nee. Timmy, please. Oh! Das Porträt der fetten Dame. Gibt's hier eigentlich Peeves, den Poltergeist? Kann ich? Mit der Steuerung kriegen wir noch hin, ne? Habe ich gehört. Irgendwann mal. Bonk. Es geht doch bis Final Fantasy 14. Geister. Okay, also erstmal in die andere Richtung. Habe ich verstanden. Oh, da komme ich noch nicht dran. Da auch nicht. Mano. So eine Lego-Kiste hatte ich früher auch. Die sind ganz klein. Ich war so ein Lego-Süchtling als Kind. Wir hatten so viel. So, ich weiß, dass noch irgendeine Duplo-Kiste existiert. Bei meinen Eltern, die packen die nämlich gerne bei ihren Enkelkindern aus. Holy shit. Parselsprache. Yo. Kann Harry das schon offiziell? Also ich meine, ja klar. Eigentlich? Eigentlich kann er das doch schon. Er hat doch mit der Schlange gesprochen, was man hier zwar nicht gesehen hat, aber was passiert im Film? Hallo, ich kenne mich doch aus. Oh Gott, okay. Sir Nicholas? Sir Nicholas Flamel. Nee, warte. Der andere ist ja Nick. Der fast kopflose Nick. Ich wollte gerade sagen. Ron kann Krätze in Röhren schicken, um Puzzle zu lösen. Will ich das? Ich will nicht wissen, wo der Krätze hat. Oh, ich habe Krätze. Also ich habe nicht die Krätze, aber... Oh Gott. Ich glaube, ich habe Fluffy gefunden. Eine eigene interne Logik. Ich merke es langsam. Nee, ich wollte nicht auf Krätze gehen. Nein. Warte. Hallo, na? Die Bilder sind auch leicht auffällig. Ich meine, die haben alles in Lego-Style gemacht. Das gefällt mir ganz gut. Hallo, na? Bonk. Nice. Ist das Wood oder ist das ein random Character? Ich bin mir nicht ganz sicher. Falls ja, Wood, super, duper Shop. Nur 750 Euro für diese Quidditch. Okay, ich hab's gleich. Sorry, Cold Mirror Fangirl. Sorry. Donk. Wiggle, wiggle, wiggle. Da steht ihr drauf, ja? Ich merke das schon. Hey, 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 hey. Ich wollte auch eigentlich mal irgendein Lego-Spiel, ich glaube Lego Herr der Ringe, mit meinem Freund zusammen im Koop zocken. Es gibt bei Steam ja dieses Feature. Oh, wie nennt man das nochmal? Da hat halt nur einer das Spiel und eigentlich spielst du es lokal zusammen, aber du kannst es halt dem anderen übers Internet übertragen, dass der mitspielen kann auf seinem eigenen PC. Das ist halt bequemer. Remote Play. Danke, Timmy. Huch. Oh Gott, die schießt zurück. Wollte ich doch gar nicht. Oh oh. Aber das hat halt irgendwie hinten und vorne nicht funktioniert. Das fand ich sehr schade.
Vielleicht spiele ich Lego Herr der Ringe dann mal alleine. Auch wenn ich mehr Bock hätte, das mit meinem Freund zu machen. Bei anderen Spielen hat es besser funktioniert, muss ich schon sagen. Mit dem Remote Play. Oh Gott, was ist das? Ah. Etwas, wo ich noch nicht rankomme, offensichtlich. Guck mal, an einiges noch nicht ran, weil ich nichts kann. Bin doch nur am ersten Jahr. Dabei werde ich doch irgendwann ein großer, krasser Auror. Also, warte mal. Ron und Harry werden Auroren und Hermine wird... Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwas auf jeden Fall. Bei Resident Evil Revelations 2 hatten wir auch Probleme, leider. Ja, und sich zu zweit hier hinquetschen ist halt schwierig. Im Ministerium, stimmt. Wo gehst du hin? Da gehst du hin. Das ist okay. Das heißt, immer erstmal... Oh Gott. Wie heißt nochmal der Vollzauber? Lunara! Bunk! Leider Community-Gag. Na gut, dann halt hier lang. Incendio, genau, danke. Unterrichtet danach in Hogwarts. Ist das offiziell, Drache? Nicht, dass ich dir irgendwas unterstellen will. Hat das JKA gesagt? Du siehst aus wie Flitwick? Flitwick? Bist du's? Nee. Soll das ein junger Flitwick sein? Da haben sie ja irgendwann den Schauspieler gewechselt. Wingardium Leviosa. Das heißt Leviosa, nicht Leviosar. Das war jetzt aus dem Film, nicht aus von Cold Mirror. Jo, lass erstmal Hermine schweben. Hui! Auf Pottermore. Ja gut, das würde zu Hermine passen, ne? Harry hätte ich ja eigentlich auch für Verteidigung gegen die dunklen Künste gesehen. Erstmal das Zeug sammeln. Aha, aha, aha. Erstmal umgucken. Oh, oh, das kann ich jetzt auch, Hagrid. Hagrid darf ja eigentlich nicht mehr zaubern, ne? Ich sag nur zerbrochener Zauberstab und Reste in seinem rosanen Regenschirm. Warte, was? Muss ich jetzt puzzeln? Oh nein. Nein, ich bin doch so gut in Rätselspielen. Deswegen drückt Niersch mir ja auch ein Rätselspiel für Wünsch dir was auf, weil sie mich hasst. Ah, die Spur laut voll. Ja, Entschuldigung. So vielleicht? Und dann so? Ich kecke nur rum, Niersch. Ich habe das Spiel ja angenommen. Puzzle-Time. Warte, warte. Oh, bonk. Das ist ein bisschen fummelig. Okay. Wie funktioniert Lego? Man steckt es ineinander. Guten Morgen. Was machst du denn da? Geht's dir gut? Ich glaube nicht. Du hast da was im Gesicht. Was? Okay. Was? Was? Spiel doch gleich Escape Simulator. Nein! Yay! Ich glaube nicht, dass ich das will. Ich krieg bis heute Gänsehaut, wenn ich diese klassischen Themes von Harry Potter höre, ne? Jedes Mal. So, erstmal aufräumen hier. Wir haben schließlich OCD. Oh, ich hab den Jungen freigeschalten. Dank der Kraft des Elderstabs reparieren konnte. Was? Was konnte er dank des Elderstabs reparieren, Drachi? Sorry, ich bin manchmal furchtbar darin, sowas zu folgen. Du darfst gerne dein Wissen teilen. Ich bin da gerade bei Harry Potter sehr großer Fan davon. Das funktioniert noch nicht so ganz. Hä?
Aha. Hallo, ich wollte nicht gleich erzählen, dass ich immer verplant bin, Udo. Bei neuen Leuten muss man ja einen guten Eindruck machen. Also ich habe bisher sehr viel Spaß an Harry... Ich meine, ich habe immer Spaß an Harry Potter. Hufflepuff! Leider habe ich keinen Schal. Vielleicht kaufe ich mir irgendwann mal einen. Es wäre eh nicht die Jahreszeit für Schals. Also von daher... Warte, ich muss das mal kurz umbauen. Aus dem Weg, Hermine! Warte. Also ich kann ihn ja nicht umdrehen. Dann machen wir es so rum. Oh, oh, oh. Ja, gut. Ah, oh, da komme ich nicht so wirklich dran, aber ein bisschen. Ah, ah, oh. Haha. Wie so ein von einem Wildhüter. Ach so. Oh. Warte, was? Ja klar, Dumbledore hatte den Elderstab. Ja, ja. Guten Morgen. Dumbledore hatte natürlich den Elderstab, weil er alt war. Ich gehe gleich. Ich finde alleine raus. Danke. Was? Oh! Nice. Wingardium Leviosa. Yay! Goldene Steine. Yay, I did it. Was? Ich kenne keinen Wildhüter. Ich kenne nur große, dicke, haarige Männer. Ich mag Hagrid. Und Harry hat es halt auch echt verdient, dass er bei den Dursleys rausgekommen ist. Die haben ihn ja echt behandelt wie... Ha, ich weiß nicht. Als wäre er halt ein Mülleimer oder so. Oh, ein Stück Schimmel. Na, okay, das Schimmelthema lassen wir lieber. Ich habe nämlich aktuell Schimmel im Schlafzimmer. Oh, meins. Meins. Jetzt hast du den... Ist das der Quaffel? Er sieht ein bisschen zu rund aus für den Quaffel. Oh, okay, cool. Ich könnte übrigens mal wieder auf meinen Schatzi wechseln. Hermine! Oh Gott, really, Hermine? Hast du gerade das Porträt begriffen? Wow. Wow! Kein Problem. Oh, oh, oh. Ein da. Moment. Oh Gott. Das Zielen war jetzt gar nicht mal so einfach. Warte, wir brauchen noch. Was ist das? Türkis? Blau? Beides? Das ist zwar nicht ganz wie Wingardium Leviosa, aber ich lasse es mal zielen. Ist okay. Was man ansonsten kennt, Expecto Patronum und Accio sind so die Klassiker. Accio gab es ja im dritten Teil. Manchmal, wenn ich im Bett liege und keinen Bock habe aufzustehen und mir irgendwas zu holen, würde ich gerne machen. Zum Beispiel Accio Katze, weil ich gerade mit ihr schmusen will oder so. Mir ist nichts anderes eingefallen. Accio Fernbedienung, wenn so wer weiß, wo liegt oder so. Weißt du? Ja, natürlich habe ich einen Fernseher im Schlafzimmer. Bitte euch. Mittlerweile. Lumos, ja. Lumos und Nox. Taschenlampe an, Taschenlampe aus. Der Joink-Zauber, genau. Lumos wäre echt was für uns faule Säcke. Nein, nein. Ah, Hermine. Brave Hermine. Kriegst gleich ein Leckerli, ja? So, jetzt erstmal wieder überall rumlaufen. Aber bis nach oben zurücklaufen macht keinen Sinn. Wir kommen ja überall noch 10-mal rum, denke ich, oder? Oh, aber irgendwie würde ich schon gerne hochrennen. Ah, immer dieser innere Drang. Donk. Ich will einen Hufflepuff-Charakter. Oh, 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 nom. Nom, 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 nom. Lecker. Was habe ich dir gerade gegeben? Hühnchen? Ja, ich habe dir Hähnchenkrollen oder sowas gegeben. Ist das eine Abkürzung oder was? Nee, ich bin jetzt woanders. Bin ich woanders? Spund verwirrt.
Rein theoretisch müsste ich jetzt woanders sein. Ja, ich bin woanders. Wir können erkunden. Geil. Erkundung! Was ist das? Was ist das da? Ist das ein Collectible? Das müssen wir rausfinden irgendwann. Bitte nicht spoilern. Und bei BSG, das kann ich ja auch noch mal kurz erklären, wie das bei mir ist, weil halt heute ein paar neue Leute da sind. Wenn ich an irgendwas komplett blind vorbeirenne, dürft ihr gerne stupsen. So ein Motto, hey Kitty, vielleicht da nochmal zurückgehen. Nicht zu offensichtlich, aber einen leichten Stupser in die Richtung. Ist immer gern gesehen. Kann man mal machen. Sowas wie, hey, mach doch mal das jetzt. Oder hey, du musst das so und so machen. Nicht cool. Mögen die meisten Streamer nicht. Aber wie eng es gesehen wird, ist halt von Streamer zu Streamer unterschiedlich. Nirsch macht es komplett anders als ich. Lord Pappnase macht es komplett anders als ich. Pascal macht es komplett anders als ich. Und so weiter und so weiter. Kitty vor die Wand laufen lassen, bis sie das okay gibt. Im Zweifelsfall das, Iggy, korrekt. Und auf die Mods natürlich hören, ne? Jetzt helft ihm doch, der gerade geärgert wird. So, es ist zum Beispiel auch noch okay. Hört ihr auf mit dem Scheiß. Krieg ich jetzt wieder random Schüler, 43. Oh, was ist das? Das ist wieder so ein, oh Gott, wie hieß nochmal? Diese blauen Viecher, die eigentlich im zweiten Film bei Lockhart auftauchen. Keine Ahnung mehr. Statist 67b! Yeah! Also nicht, dass ich Harry Potter als Charakter nicht mag. Ich mag Hermine einfach lieber. Ich bin ein Hermine-Fangirl, Entschuldigung. Immer schon gewesen. Und ein Emma Watson-Fangirl. Ich bin beides. Hallo Torben und Thorsten. Bye. Gibt es hier auch den Bonusraum? Ich glaube nicht. Ich habe noch keine Bertie Bots Bohnen gesehen. Haben wir das schon gemacht? Warte, wo bin ich jetzt gelandet? Ach, ich bin wieder hier. Okay, gut. Orientierung kann ich nicht. Haben wir das gemacht? Aha, guck mal, deswegen laufe ich gerade. Ich nehme mal an, also ich meine, das hätte ich mal in einem anderen Spiel gesehen, dass es einen Ingame-Shop oder so gibt. Wo du dann halt deine gesammelten Lego-Münzen ausgeben kannst für Dinge. Also selber gespielt habe ich die wenigsten Lego-Spiele, wenn überhaupt nur angespielt, zu meiner Schande. Aber ich habe halt zum Beispiel bei Funk Royal, den kennt man ja wahrscheinlich, ein paar Sachen gesehen. War da oben noch was? Nee, ich glaube nicht, oder? Ha, die Sounds. Ich liebe es, dass sie die alle adaptiert haben. Nee, da war nichts. Warte mal. Nee. Ich kann mir auch einfach nicht vorstellen, dass man Harry Potter... Huch. Nicht wirklich kennt. Ich bin damit aufgewachsen. Ich war 10 Jahre alt. Oh, guck mal, das ist das Ravenclaw-Logo. Ravenclaw. Als Kind, ne? Als Kind kannst du ja kein Englisch und liest die Sachen so, wie du sie... Wie sie dir halt vor die Nase kommen. Was ist das? Holy shit. Irgendwas, was cool aussieht. Drachenköpfe? Löwenköpfe? Drachenköpfe? Dinge. Hufflepuff, Ravenclaw, Gryffindor und Slytherin oder so habe ich immer gelesen. Obwohl ich den Film geguckt habe. Ja, ich war ein sehr helles Kind. Ein sehr, sehr helles Kind. Ich war als Kind sowas von dumm. Ja, Kitty, du bist immer noch dumm. Ich bin verplant. Wieso bin ich auf Ron? Gib mir Hermine!
Hermine hat keinen Bock, okay. Ich glaube, die winken, aber es hört sich immer so an, als würden die wie in Nein sagen. Kann ich das jetzt endlich mal machen? Das hat mich eben die ganze Zeit genervt. Danke. Eine Uhr. Geil. Mit Zeitumkehrerfähigkeit. Ja, also. Kennen Sie schon Hermine Granger? Okay, falscher Teil. Kann sie noch nicht. Hä? Hä? Cool. Hallo, Neville. Tschüss, Neville. Gut, wir gehen wieder. Der pennt den ganzen Tag. Wie ich? Ich guck mal, Iggy. Die Fahne, die da. Oh Gott, was habe ich mit ihm gemacht? Tschüss. Ich hab's kaputt gemacht. Das war schon so. Ich kann die Fahne anzaubern, yo. Seelenverwandte, basically. Ja, wenn man mich weckt, bin ich auch erstmal total verdreht. Cool. Was ich auch noch probieren will. Nee? Was ist das? Keine Ahnung. Wir gehen mal weiter ansonsten. Ich glaube, worin ich furchtbar gewesen wäre als Hogwarts-Schüler, wäre Kräuterkunde. Bei Zaubertränke weiß ich es nicht. Hermines Zauberstab, Hermines Zeitumkehrer und ein 3D-Puzzle vom Hogwarts Express. Ich bin auf alles davon neidisch, Drachi, aber ich glaube am meisten auf den Zeitumkehrer. Ich habe mal so ein Zeitumkehrer-Modell nach Freundin zum Geburtstag geschenkt vor ein paar Jahren. Das war echt so ein Ding, den hätte ich am liebsten selber behalten. Ich habe auch dieses Jahr erst einen Freund von mir, kennt ihr Horizon Zero Dawn? Oh Gott, wie heißen diese Figuren nochmal? Die gibt's von so ziemlich allen. Ja, aber mir fallen bestimmt gleich Worte ein. Oh, Moment, warte. Von Lila aus kommt Blau. Die habe ich mir hier hinliefern lassen und hätte die am liebsten behalten. Eine Kumpelfreundin. Hallo, ich habe ein Harry Potter Malbuch. Geil. Funko, ja, genau die. Ihr kennt mich, ihr könnt mittlerweile was mit meinen komischen Beschreibungen anfangen, ha? Alohomora, quasi. Es war ein sehr indirektes Alohomora. Von so einem, es war so ein relativ großes Ding von einem dieser Robo-Viecher. Ich weiß jetzt nicht mehr, welcher genau. Kann ich dich da draufpacken? Ist das so gedacht? Das ist so gedacht. Oh. Die finde ich ja generell cool, diese Funko-Dinger. Du bist ein Weasley, das sehe ich bis hierhin. Und da du einen krassen Umhang trägst und auf krass machst, bist du wahrscheinlich Percy. Abgehobener Sack. Hey. Gibt's gleich wieder Unterricht? Es gibt gleich wieder Unterricht. Wer bist du? Du siehst auffällig aus. Du bist aber nicht Luna, ne? Nee, du bist Mann. Katze, 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 Katze. Ich will dich petten. Nicht verzaubert, petten. Hallo, na? Du Süße? Süße Flauschkugel. Was hatte ich mal als Kind? Entweder eine Katze oder ein Hund als Lego. Hallo, Amaya. Wie geht's Ihnen? Luna gibt's doch... Naja, Luna kommt erst in späteren Teilen vor, aber eigentlich geht sie ja jetzt schon nach Hogwarts, oder? Was? Ach so, das ist Regenwolke. Ich habe quasi Namis Klimataktschock gefunden. Okay. Erstmal mit allem interagieren. Bonk. Kann ich. Hey. Bonk. Bin gestresst. Gleich D&D, dann sollte das wieder gehen. Dann sag ich mal.
Im Stresssinne, gute Besserung dir. Was machst du da? Ach, das ist... Aber der kommt eigentlich erst nächstes Jahr, Colin Creevy. Ist das eine Fusion aus Luna und Colin Creevy? Keine Ahnung. So, erstmal aufgeräumt. Hier sind Torben und Thorsten. Ich bin immer neidisch auf Leute, die D&D spielen. Ich hab hier Spaß an allem. Es ist einfach nur eine große Spielwiese. Ah, ah. Bonk. Und donk. Jetzt brauchen wir Percy ist Rons Ratte. Mhm, ich hätte gerade fast Percy gesagt. Retze, komm mal ran. Retze? Hieß es nicht B drücken? Wartet mal kurz. Optionen. Spezial wäre Y. Kretze ist wohl gerade nicht da, oder wie, oder was? Ah, ich kann. Ich hab's gefunden. Ich kann auf den Schultertasten durchwechseln. Gut, dann komm mal her, Kretze. Haha. Ja, erklär mir das doch, Spiel. Please. Hui. Ich bin Peter Pettigrew. Ich meine, was? Hornbeschwörte Ratte. Ich bleib jetzt hier im Regen stehen. Schön wär's. Bei uns soll's, ich glaube, Montag regnen. Price in 32 Grad. So. Das auch noch morgen und übermorgen. Was ist das? Was ist das? Ich hab nicht aufgepasst. Jetzt habe ich aufgepasst. Ich wusste nicht, was von mir erwartet wird. Kaffee machen. Ich nehme auch einen. Kann ich damit schon irgendwas machen? Nee. Vorhin auf die andere zugreifen. Oh! Bücherregal voll mit Zeugs und für die Schule zwei Harry Potter Mäppchen. Oh, du gehst noch zur Schule, Drachi. Jetzt fühle ich mich alt mit meinen 31. ich habe, glaube ich, nicht so viel Harry Potter Stuff. Ich habe ein paar nicht reguläre Bücher. Ich habe die Bücher komplett auf Deutsch und auf Englisch. Auf Englisch habe ich die mal irgendwo gefunden. Es gibt ja schon mal so Bücher-Verschenk-Regale in der Stadt. Und ich kann gleich mal meinen Schlüsselanhänger holen gehen. Wenn ich eh Pause mache. Ansonsten habe ich ein Regal voll mit Sailor Moon Stuff. Zählt das auch? Oh, warte. Ach so, ich muss Dinge tun. Ich war gerade voll verwirrt. Ist das die große Halle? Goldenen Schnatz auf dem Unterarm. Oh. Magst du davon ein Foto im Discord teilen, Amaya? 16, holy shit, ich bin alt. Oh nein! Einfach du Dreckige! Jetzt ist Troll unten im Kerker. Ich meine, ist jetzt schon Halloween oder was? Es ist schon Halloween. Ansonsten habe ich, glaube ich, kein Harry Potter Merchandise. Panik! Ja, beschmeißt ihn. Kann ich nicht? Wahrscheinlich, weil gerade andere Action abgeht, ha? Huh? Nein. Dann war das einfach die falsche Taste. Oh! Nee, ich kann da gerade nicht mit irgendeiner. Oder ich muss Hermine sein für Bücherregale. Das wäre natürlich naheliegend. Holy shit! Guck mal, so sehen Twitch-Troller aus. Oh, ich brauche gleich Kretze.
Habe ich schon gesehen, Amaya? Ah, Entschuldigung. Goldener Sch ja, guten Morgen. 3 Wochen. Oh Gott. Mach mir keine Angst, Rachi. Ich sag Bescheid, wenn ich Hilfe brauche. Ansonsten lasst mich erstmal machen. Ah, das sieht schon mal gut aus, was ich hier mache. Ich kann mir furchtbar Sachen merken, Amaya. Ich hoffe, du bist mir da nicht böse, wenn ich nach was frage, was ich eigentlich schon weiß oder gesehen habe. Sieht schon mal gut aus. Oh, läuft weiter. Bonk. Ich bin die Königin der Verplantheit, das wisst ihr. Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Lass mich mal auf Harry wechseln. Ich stifte sonst Chaos. Nee. Hä? Oh Gott, meine Augen. Lass mich mal schauen. Aha, aha, aha. Bonk. Habe ich jetzt gerade den Brunnen... Ich habe den Brunnen gefüttert. Kein Problem. Guck mal, hier ist ein Slytherin-Wappen. Einer von euch war ja ein Slytherin. Ich muss irgendwas hier machen. Das ist schon klar. Die Frage... Ah, ah, haha. Das Ding ausräumen. Und dann... Dass da ein Loch drin ist, verwirrt mich schon. Ich würde gerne... was tue ich da? Moment! Ich hab's gleich. So. Schlüssel? Ach Quatsch, Schlüssel sind überbewertet. Schlüssel? Schlüssel. Will ich da rüber? Ich weiß noch nicht, was ich tun soll. Außer verwirrt Knöpfe drücken. Das kann ich manchmal sehr gut. Ah, ah, oh. Was? For real? For real. Ach, Lindo, warum tut ihr mir das an? Was? Was? Ich hab Fragen. Ist okay, Spiel. Ist okay. Ist okay. Macht sie das jetzt kaputt? Oh, shit. Sie spielt einfach Minigolf damit. Harry Podcast. Ich hänge vielleicht ein paar Folgen hinterher, aber das dürft ihr keinem erzählen. Das ist ein Geheimnis. Seit der Quidditch-Folge hänge ich hinterher. Also ich habe schon ein paar Folgen mehr gesehen als nur die Quidditch-Folge, aber ich hänge hinterher. Guck mal, ich habe euch Licht angemacht. Lumos, nur anders. Folge 4 oder so. Ja, dann habe ich es einfach vergessen. Das kann auch sehr gut sein, Niersch. Hi, Iggy. Hast du Kaffee für alle mitgebracht? Komme ich da dran? Gott, ich komme noch so übelst durcheinander. Das war fast richtig. Okay, ich hab's im Griff. Ach so, keine Jungs, weil Mädchenklo. Ich hab verstanden. Ja, aber wir müssen Hermine retten. Kaffee. Kaffee? Kaffee. Wann bin ich der Kaffeesucht verfallen? Ich glaube, als ich mit der Oberstufe angefangen habe und dem Abitur. Bin mir sogar ziemlich sicher. Nee? Keine Jungs erlaubt. Mit 16. Wie alt ist man normalerweise, wenn man mit der Oberstufe anfängt? Den letzten. Den letzten war es schauen, Bayern.
Ich melde mich, Drach. Ich probiere erstmal. Mein Kaffee ist leider leer. Ich habe hier aber so eine stylische Mario Kart-Tasse. Mario Kart spielen wir, wenn es Herbst wird, auch hier mal wieder mehr. Aber ich wollte halt mal kurz angeben. Kann ich damit noch irgendwas machen? Ich muss irgendwie... Also das Ding hier leuchtet mich ja an. Ich kann es nur irgendwie nicht... Ha. Ich will noch ein bisschen selber probieren, dann frage ich euch. Ich wollte eigentlich nicht auf Krätze gehen, aber ist okay. Oh, warte, was ist hier? Ist hier was Wichtiges? Nee, auch nicht. Hier ist doch eine Münze, die ich nicht mitgenommen habe. Ron hat übrigens gar kein Geld. Alles hat Harry mitgenommen, das ist okay. Okay, Drachi, ich frag erstmal so. Ist das, was ich machen muss? Warte, ich laufe kurz, bis ich die Frage weiterstelle. Ist das, was ich machen muss, hier in dieser Umgebung oder muss ich dafür weiter zurück? Deswegen ist Harry so reich und so arm, weil der Spieler Unfug macht. Oh. Oh, da oben kann ich aber noch was machen. Nichts Wichtiges, aber ich kann es machen. Was? Zum Kaufen verfügbar. Roter Stein. 1 bis 20. Keine Ahnung. Ein bisschen zurück. Okay, das hilft mir schon mal. Was mit ihm machen? Aha. Oh, das sieht gut aus. Glaube ich. Ich rieche da was. Ah, ich bin ein Mädchen. Jetzt dürfte sie mich reinlassen. Nice, danke für den Hinweis. Sowas meine ich. Halt nicht direkt aufgelöst, aber einen kleinen Stupser. Harriet. Harrietta Potter. Und Ronalda Weasley. Oder so ähnlich. Ronda? Ich pack mein Kühlpad mal aus dem Geschirrtuch aus. Ich habe mich so weit runtergekühlt. Eieieiei, ist das ohne Geschirrtuch jetzt wieder kalt. Ich habe gehört, Trolle und Klos stinken ein bisschen, ne? Also, je nach... Naja, reden wir nicht über Klosachen. Es könnte sonst ein wenig... lassen wir das. So, erstmal den anderen Unfug machen. Hermine kann sich da ja in Ruhe verstecken. Vielleicht kann sie sich da nicht in Ruhe verstecken. Oh oh. Halte durch, Hermine! Ich muss hier Dinge machen und so. Ich muss erstmal hier putzen, ne? Du hast ja ein bisschen Zeit, junge Dame. Vielleicht sollte ich was Hilfreicheres machen. Als Harrietta Potter. Bonk! Das zum Beispiel. Ich glaube, ich habe ihn sauer gemacht. Oh oh. Aua. Eieiei. Bonk. Easy. Ich glaube, ihm ist schwindelig. Und Kadusch. Mit der eigenen, was auch immer für eine Waffe du da hast, mit deinem eigenen Hammer auf die Nase gehauen. McGonagall erstmal so, oh, hier stinkt's. Snape erstmal so, ja, was geht denn hier ab? Krill so, oh, blablabla. Ja, aber ihr dürft nicht als Mädchenklo, das geht so nicht.
Jetzt riecht's nach Blümchen. Das ist ja immer so, wenn Mädchen pupsen, ne? Dann riecht's nach Blümchen und Schmetterling. Level abgeschlossen. Nice. Hauswappen. Mal wieder nicht das Interessante gefunden. Oder Mädchen pupsen gar nicht, natürlich. 43%, das ist noch weniger als eben. Ist euch das Spiel nicht zu leise? Ich guck gerade so rüber. Ich hab's leiser als alle anderen Spiele sonst. Schüler in Gefahr. Yay. Der tropfende Kessel. Ja, hört sich gut an. Kann ich shoppen gehen? Shopping! Das mache ich ja demnächst auch bei Cini. Lego-Bildner, was? Hui! Bronk. Was? Kein Problem. Das konnte ich aber beim ersten Mal noch nicht machen, oder? Nee. Ich glaube nicht. Okay, wir müssen Unfug machen. Was? Darf ich verwirrt sein? Ich darf bestimmt verwirrt sein. Hä? Okay, cool. Spring mir nicht ins Gesicht, Junge. Ich kenn mich doch nicht aus. Hüpf. Hüpf für mich, kleiner Tisch. Hüpf für mich. Geil. Das mit Gringotts habe ich gelesen, aber wir wollen hier erstmal weiter gucken. Aha. So komme ich daran. Ja, wie auch sonst. Das ergibt natürlich Sinn. Hä? Warte, was? Ah, okay. Ach, hier kann ich die Kapitel auswählen. Und hier ist der Brief und hier ist das Ticket für Gleis 9 und 3 Viertel. Ich verstehe. Ich kann hier rein. Oh, Magic. Sagte sie in einem Spiel über Magie. Hier ist es ganz schön chillig. Was ist das? Logos. Die Magie beginnt. Ach, hier kannst du dir die ganzen Filme angucken. Warte, war da gerade was Interessantes? Nee, sag kurz so. 128, 130 Cutscenes, kein Problem. Du bist... was heißt bis dann? Ich dachte erst, ich habe nur Verabschiede mich erst gelesen und wollte dich schon verabschieden, Amaya. Viel Spaß im Lurk, wollte ich sagen. Wir haben mittlerweile auch Ausrufezeichen Lurk eingerichtet. Also, musst du nicht benutzen, aber kannst du, wenn du möchtest. Es war eine Idee von, lass mich nicht lügen, den Mods? Ich glaube schon. Ich glaube, es waren Schminke und Iggy. War das jetzt ein so funktioniert oder bist du... Okay, das war ein so funktioniert. Sugar Plums. Gibt's da etwa Zucker? Aha. Aha, aha, aha. Was haben wir hier? Madame Malkins Anzüge. Oh, gesperrt. Langweilig. Ich weiß nicht, wann ich wieder durch bin, weil alles... Warte mal. Was? Ist das pro Charakter oder ist das... Ich bin verwirrt. Kannst jetzt einen Jungen spielen? Ja. Nee. Will ich das? Will ich random Statist spielen? Oh! Oh! Hermine, Ballkleid. Falsches Spiel. Das ist noch nicht Teil 4. Hm.
Muss ich dann einfach nur geduldig genug scrollen oder was? Ich bin komplett verwirrt. Ich weiß nicht, wo der. Gryffindor-Junge. Geil. Das ist Teil 1 bis 4. Ja, aber wir sind noch im ersten Jahr. Hier ist noch nicht Tanzen mit Viktor Krumm angesagt. Das ist ja furchtbar gemacht. Eieieiei. Ich scrolle mal ganz geduldig durch, bis wir wieder beim Jungen sind. Jetzt haben wir noch den Jungen. Wir haben jetzt beide Jungen. Das ist, ja, sehr interessante Charaktere. Will man unbedingt haben. Ah, ich bin durch. Ah, okay. Gut. Oh, hi. Das wollte ich nicht. Zumindest glaube ich das. Was? Was? Oh, wir können uns einen Charakter bauen. Geil. Ja, also auf jeden Fall so. Das sind wunderschöne Haare. Bart ist immer geil. Bärtiger Bart. Einmal, gibt's kein Blau? Oh, dann halt Pink. Mit einem Anzug. Nee, warte, da gibt's Blau. Blau. Ich will aber erst noch durchgucken. Blau mit mehr Blau? Blau, schwarz? Ich glaube, mehr Blau ist gut. Dann schwarzer Gürtel. Und die Hose. Hat gute Besserung an ihn, Udo. Mein privater Chat ist gerne offen, wenn du möchtest. Ich hoffe, ich muss mir da keine Sorgen machen. Pest. Ich sehe ja absolut furchtbar aus. Eisendreck. Ich bin, Was? Also. Was? Oh, wir können noch, wir müssen noch Hüte ändern. Vielleicht machen wir auch gleich was Ordentliches. Ah, ich glaube, ich bleibe lieber bei den Charakteren, die wir kennen. Das ist jetzt auch etwas weird. Ich würde gerne... Danke. Aber es ist cool, dass man das machen kann. Was haben wir hier? Noch mehr davon. Gut. Ordentlich schmordentlich, ja, ne? Was? Harry Smoking. Ich habe noch keine Ahnung, wo ich das benutzen kann, aber das werden wir rausfinden. Oder ich frage halt irgendwann. Wie du aussehen würdest mit Hufflepuff-Robo. Ja, ob wir das hinkriegen, ist die andere Frage. Den Vorschlag nehme ich allerdings. Warte mal. Also. Was habe ich denn für einen Hut? Ich hätte gerne... Es kommt drauf an, wie es halt farblich am Ende passt. Ich habe halt am ehesten... Am ehesten habe ich... Kommt drauf an, ob ich gerade eine kurze oder eine lange Frisur habe. Aber am ehesten habe ich lange Haare. Also braune, bräunliche, lange Haare. Dann habe ich irgendwie so ein Derp-Gesicht. Also sowas hier. Ja, Hufflepuff-Robo wird schwierig, du. Aber es gibt bestimmt irgendwas Gelbes. Es gibt halt nichts Gelbes, ne? Wir, please!
Ich bin enttäuscht, Spiel. Das geht so nicht. Hogwarts Tank Top. Let's go. Wo war das? Da. Nee. Ah! Da haben wir's. Blaue Jeans. Schwarzer Gürtel. Ja, kann man nehmen. Da fehlt mir aber noch so ein bisschen das Hufflepuff-Ding. Schade. Ah! Ich wollte... Stimmt, Chaos. Kein Problem. Ich weiß, das mache ich immer. Na gut. Schnipp, schnapp. Hier ist der Tierladen. Da gehen wir gleich auch mal rein. Sobald ich mit allem rumgespielt habe. Nocturngasse. Ne, später. Schmuffelpuff. Schmuffelpuff. Was? Oh, shit. Wie viele davon gibt's? Zu viele. Okay. Frage beantwortet. Gib mir mal den ersten und dann spare ich lieber. 100.000, habe ich ja nichts mehr. Hallo Eulen. Ich will aber lieber eine Katze. Gib mir Katze. Katze. Oh, Riot. Meine ursprünglich hieß es, du darfst eine Eule oder Katze oder Kröte haben. Nee. Aber eigentlich keine Ratte, so wie Ron die hat. Aber naja, okay. Silhouetten. Verkleidung. Karottenzauber. Ich nehme erstmal alles. Hört sich immer gut an. Was? Oi? Eule. Eine Wehreule. Eine Eule. Warte, was? Eine Eule, die eine Katze ist? Warte, was? Was? Slugulus eructor, Multicorphos, Rictusembra, oh oh, Entomorphis, Tarantalegra, Locomotor mortis, Redactum sculus, was? Colovaria, Calvorio, Anteolucalacea, Herbivores, Glacius, Incaceros, ich hab. Flipendo, Stolperfluch, Stupor, Engorgius Gullus und Aki. 4 Millionen, yo! Das sind Cheatcodes. Ah, oh, später. Wenn ich Geld über habe. Was haben wir hier? Mehr Cheatcodes. Vermutlich. Kolonia? Ja, so nennt man Köln. Eulenkatzengreif. Das wäre ziemlich cool, oder? Ich glaube schon, dass das cool wäre. Hui, ich hab's kaputt gemacht. Ich meine, war schon so. War schon so. Ich war das nicht. Ich würde doch nie irgendeinen Unfug anstellen. Guck mal, ich repariere Straßenlaternen. Ich bin brav. Und lieb. Und unschuldig. Oh, please. Katze, Eule oder Kröte? Eine Fledermaus? Nehme ich. Das wäre super cool. Warte, was? Ich kenne mich aus. Hagrid hatte eine... Ja, ich glaube, das mit den Regeln ist eher eine Empfehlung, ha? Jetzt kann ich wieder mit ihm Zeug machen. Ich bin verwirrt, aber ist okay. Bonuslevel. Was? Ein Eulenbären. Das ist aber eine ziemlich große Eule, du. Was? Was? Warte, was? Komm ich da irgendwie dran? In den fahrenden Ritter heißt der, glaube ich. Ich weiß es nicht.
In der Kiste versteckt. Ja, Alter, Hagrid hat ja auch... Also, Spinnen, hör mal, der hat den Knall nicht gehört. Also, ich verstehe die Lore dahinter. Ja, Hagrid findet gefährliche Sachen super cool. Gefährlich und, selten. Aber Spinnen? Nein. Muss ich jetzt nicht haben. Ich habe eine ganz kleine Arachnophobie. Also, Teil 2 wird super. Ich meine, es sind immerhin nur Lego-Spinnen, aber vielleicht ist ja dann wieder jemand nett und löst Blindfisch ein. Jetzt hat er einen Hund. Ich bin verwirrt. Aber wir gucken mal, was hier abgeht. Es sind halt diese klassischen riesigen Lego, grüne Dingsbumsies. Ron hat doch bestimmt einen Führerschein. Warte, was? Oh, Hermit umgefahren. Schade, Spiel vorbei. Ich habe den Jungen, der überlebte, über den Haufen gebolzt. Ist okay, ne? Ach, Garage. Garage, Schmarage. Oh. Komm ich hier wieder raus? Das ist gerade super fummelig. Oh, oh! Welcher Taste habe ich das eben gemacht? Weiß es noch nicht. Mein fahrender Ritter sieht genauso aus wie der da. Ich will auch einen fahrenden Ritter. Oder geht das nur mit Ron? Wie komme ich da? Wie funktioniert das? Ich bin schon wieder lost. Ich weiß nicht, wie ich da eben reingekommen bin. Das ist das Problem. Weiß jemand, wie das funktioniert bei Fahrzeugen, dass ich die benutze? Muss ich da irgendwas Bestimmtes drücken? Ich bin nämlich gerade leicht verwirrt. Dürft ihr gerne mal auflösen, wenn ihr da etwas weniger verwirrt seid als ich. Ansonsten gehe ich erstmal hier weiter gucken. Ich habe es bis jetzt eher zufällig. Das Gaspedal, also. Ach so, Gaspedal. Udo, please. Ich habe es angeschoben. Okay, das ist ein Fortschritt. Bis jetzt, ja. Bin ich dadurch wildes Tastengedrücke gelandet. Schade. Zehntausend. Habe ich gerade nicht. Ich muss auch sagen, ich bin gerade nicht so der Freund von dieser Bonuswelt. Vielleicht gehe ich gleich einfach wieder. Hallo Nelly, wie geht's dir? Herzlich willkommen zu Harry Potter. Ui! Okay, cool. Ich bin einfach mal verwirrt, okay? Okay. Hallo Spezi, wie geht es dir? Weisheitszähne, holy shit. Das tut wahrscheinlich weh wie Sau, oder? Auf jeden Fall dir gute Besserung. Komm ich denn wieder hier raus? Alle vier. Holy shit. Ist zu höllisch. Ich hoffe, du hast Schmerztabletten. Bin müde und hab seit gestern Migräne. Dann dir eine gute Besserung, Spezi. Aber ich habe gerade den Spaß meines Lebens, was? Warte, jetzt bin ich verwirrt, Spezi. Geht's dir jetzt gut oder schlecht? Okay, wie komme ich hier wieder raus? Da. Waren wir da drinne?
Ja, waren wir. Die starken Schmerztabletten. Hau rein. Gönn dir. Okay. Dann würde ich gerne nochmal hier in Extras reingehen. Und weiter verwirrt gucken. Silhouetten, Eisenbahn. Was? Kein Problem. Ich hab Unfug gefunden. Ich hab Unfug gefunden, Guys. Ist das die Eisenbahn, die mich so komisch laufen lässt? Ja. Lego, please. Nice. You found Unfug. Achievement unlocked. Es gab bisher keine Achievements übrigens. Okay. Okay, wie komme ich ins nächste Level? Lasst mich das mal kurz rausfinden. Geschichte fortsetzen. Ha! Darüber. Hogwarts! Große Halle, let's go! Also wenn wir in-game schon durch Halloween... Oh Gott, Halloween wäre jetzt geil. Ich bin jetzt nicht der allergrößte Halloween-Fan. Ich weiß nicht, wie es da euch geht. Aber Halloween heißt Herbst. Herbst heißt beste Jahreszeit. Wer wirrt mich da an? Oh, shit. Das ist die kopflose... Die kopflosen Jagdreiter Dingsbumsi. Worte! Es werde Licht. Mach doch einfach Incendio. Noob. Halloween ist so, ja, kann man machen, muss man aber nicht. Dass halt viele dann im Oktober den Gruselmonat feiern, finde ich halt unabhängig von Halloween ganz nett, Spezi. Aber ansonsten Halloween selbst groß feiern, ja, nee, nicht so. Moment. Muss mal kurz ein Kühlpad fischen und auf die Seite legen. Ich darf nämlich jetzt damit aufhören. Wenn ich es jetzt noch mehr benutze, nicht gut. Nicht übertreiben damit. Aber es hat sehr geholfen. Ja, doch. Halloween ist auch erst so in den letzten Jahren bei uns gefühlt aktiv geworden. Das war ja eher so ein Ami-Ding. Aber so ist das halt. Und da drüben schwappt ja gerne mal was rüber. So, Orientierung habe ich gehört. Die ich nicht habe. Hallo, na? Ganz früher? Da kenne ich Halloween noch gar nicht. Ich habe sauber gemacht. Geil. Kann ich noch mehr sauber machen? Ich kann noch mehr sauber machen. Nice. Wofür haben wir einen Hausmeister? 6, 7. Wie alt bist du nochmal, Spezikun? Anfang 20? Kannst du mir das Ding hier aufmachen? Nein? Schade. Sag Gesicht. So. Dann schauen wir mal. 23. Das heißt, wenn du 6, 7 warst... Plus 7. War ich so 13, 14? Ja, das kann sein. Keltischer Brauch. Ja gut, die Amis klauen Mopsen ja gerne. Aber an sich Halloween so, wie man es heute kennt, kennt man eher aus, von den Amis. Das meinte ich. Ja, ich denke mal, wir gehen hier weiter. Wir haben ja schon überall geguckt. Die versauen alles nun. Ich will da hoch. Horrorfilme, die Horrorboard schlechthin. Horrorfilme nach, sehe ich. Doch, definitiv. Ey, bestellen in Amerika mal eine große Pommes. Da wirst du erschlagen. Was ist das? Let's Dance! Nee, Moment, falsches Spiel. Was? Bonk!
Man hört ja schon von vielen Leuten, die in Amerika Urlaub machen, dass die verwirrt sind von den Portionen, die sie da haben. Was? Okay, cool. Ist das einfach ein Kabupp? Also ich gucke super selten. Ah, ach so, das ist Lumos. Was? Horrorfilme? Wenn dann schon mal eher Serien. Ach so! Oh! Oh! Aha! Was? Große Popcorn-Eimer im Kino. Vermutlich, Spezi. Vermutlich. Könnt ihr euch mal verpissen hier? Danke. Aufstehen! Guten Morgen! Wo ist Hermine? Da. Ich bin nicht verwirrt, ihr seid verwirrt. Ich bin immer verwirrt, das ist das Problem. So große Pommes-Tüte, so groß wie Kitty. Ja, also... Wahrscheinlich? Ist das nicht mal untertrieben? Übertrieben. Kitty, Guys, please. Ihr seid doch schon wieder alle durch. Was ist das? Was muss ich machen? Verwirrt sein. Okay, kann ich. Ja, Spiel, ich hab den Text gesehen. Ich glaube auch, dass das ein Koboldschloss ist. Ich war mir nur nicht ganz sicher. Habe ich schon erwähnt, dass ich Puzzle ganz toll finde? Aha. Mit ganz toll meine ich gar nicht. Dahin? Oh, macht mal nicht so eine fummelige Steuerung. Oh, God dang it. Das ist das Schlimmste am Spiel. Ich sag's euch. Aber ich komm klar. Glaube ich. Irgendwie. Ich sehe die Zielgruppe. Harry Potter Fans und Kinder. Und Lego. Sucht ihr's? Bin komplett durcheinander. Das ist okay. Da ist wieder so ein Dingsbumsi. Kann ich den vielleicht... Warte mal, ich habe eine Idee. Ah, nicht ganz das, was ich wollte, aber ist okay. Ich wollte ihn eigentlich runterfliegen lassen und dann erst hinterher runterkommen und alles einsammeln. Das ist aber auch okay, wie das funktioniert hat. Nehme ich. Ach, guck mal, hier ist auch noch einer. Hauptsache, die Treppe, die ich hier gebastelt habe, bleibt stehen. Die wird wahrscheinlich auch noch komplizierter. Yeah, Rätselspiele. Kamesin oder Purpur, weiß ich noch nicht, Spezikun. Ich weiß nicht, ob ich es mir zum Release holen will. Oder gar nicht, oder überhaupt. Aber wenn, dann... Kamesin? Dein Kühlschrank lebt. Nice, Iggy. Yay. Kühlschrank. Neuen Kühlschrank kaufen wäre scheiße. Die Dinger sind teuer. Ich hatte es auf Discord gelesen bei dir. Oh, oh, oh. Warte, was? Nee. Oh, oh. Nice. Gib mir das. Meins, 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 meins. Ich vergesse immer, wo das meins, meins, meins herkam. Ich zitiere es so oft, aber ich glaube, es war Findet Nemo? Ich muss mal wieder Findet Nemo gucken. Und Findet Dory. Sind beides eigentlich sehr geile Filme. Findet Nemo, sag ich doch. Die Möwen. Moins, 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 moins.
Guck mal, ihr kennt euch aus, ne? Yay! Lumos! Yay! Goldene Steine! Mach mal Lumos aus, Hermine. Sei mal ein bisschen schneller. Nach welchem Flitwick bist du modelliert? Irgendwie so ein bisschen von die spätere Flitwick, ne? Erst war das ja so ein kleiner alter Opi und dann haben sie den Schauspieler irgendwie getauscht. Super weird. Und der Schauspieler hatte erst eine Nebenrolle und dann... Das war total merkwürdig. Warte, was war hier? Ach so, oh. Gut. Wieso hat Flitwick zwei Klassenzimmer? Wie abgehoben ist der denn bitte? Hallo? Ja, ich will zwei Klassenzimmer haben, weil ich bin super krass. Hey, komm hier durch. Und ich bin durch. Ach, ich muss eh hier lang. Cool. Fürs Wutschen und einen fürs... Nein, fürs Wutschen und einen fürs Wedeln. Nicht schnipsen. Ich kenne mich schließlich aus. Okay, erstmal überall anders umgucken. Das macht man ja so. Ah! Er hat mich angebeilt. Hallo Neville. Nee, das ist nicht Neville. Ist das Neville? Er sieht aus wie Neville, aber er hat ein grünes Cape. Und Slither sieht merkwürdig. Ich bin verwirrt. Kitty, du bist immer verwirrt. Was ist denn Spezi? Herr Spezi-Kuhn? Ich krieg langsam Hunger. Ich hab doch vor dem Stream noch Brot gegessen. Oh. Oh. Mit lecker Thunfischaufstrich. Also ausnahmsweise mal fertig gekauftem und nicht selbstgemachtem. Was denn, Spezi? Was denn? Erzähl mal. Tipp. Oh. Der Raum für... Iggy, please. Ich bonk euch gleich, Guys. Oh. Das sieht wie was aus, was ich noch nicht machen kann. Einen kraftvollen Schrei, um dieses Glas zu zerschmettern. Ich hab's jetzt extra zurückhalten gemacht, damit ihr mich nicht haut. Oh. Krieg ich von dir wieder so ein Figuren-Dingsbumsi? Geh mal aus dem Weg, Jung. Warte. Gib mir das. Gib mir das. Stehen geblieben. Was? Warte, vielleicht kann ich ihn damit erschrecken. Dann lässt er das Ding vielleicht fallen. So. Ja! Du mag mich nicht, du hast ge... Iggy, please! Krieg ich wieder random Statist? Gryffindor Mädchen, yeah! Ich will wen Cooles freischalten! Hallo! Zum Beispiel, weiß ich nicht, Luna Lovegood oder... Zumindest ein Hufflepuff-Statisten. Tschüss! Hui! Hui! Eine Tafel? Können wir jetzt Unfug schreiben? Oder wir malen ein Zaubermädchen? Gryffindor-Mädchen ist... Also ich meine, es ist cooler als ein Muggel. Okay, fair, aber... I need Hufflepuff. Iggy, hallo. Ich hab das doch eben gezeigt. Hufflepuff. Also bitte. Mach schon wieder Chaos auf meinem Tisch. Moment, das ist keine Kamera. Soll das Filch sein? Mit Mrs. Norris? Ich glaube schon. Okay. Hogwarts Vertrauensschüler werden dich nicht an Orte lassen, wo du nicht sein solltest. Ach, da ist der Bereich für die Slytherin, ha? Huh? Ich habe Filch halt nicht... Oh, oh, da ist Snape.
Snappe! Ich dachte, ich habe ihn halt nicht erkannt. Ich bin nur ein blinder Fisch. Ah, lasst mich durch. Ich sehe nichts. Zaubersprüche und albernes Zauberstabgefuchtel wird es hier nicht geben. Oder so ähnlich. Blablabla. Was? Meine Zaubertränke sind schon recht eindrucksvoll. Du kannst Leute vergiften, das ewige Glück brauen. Wahrscheinlich auch dich älter und jünger machen. Leute killen. Leute temporär verknallt machen. Sollte man vielleicht nicht, aber ich meine... Was? Unterrichtsstunde beendet? Was? Was für neue Fähigkeit? Was habe ich jetzt wieder eingestellt? Habe ich irgendwas gelernt? Was? Spiel, du nervst mit deinen ganzen Tutorial-Nachrichten langsam ein wenig, okay? Kannst jetzt einen Trank brauchen? Oh, geil! Ach so, oh, das haben wir ja eigentlich im Tutorial schon mal gemacht. Wir gucken mal. Falsche Taste. Da oben sehe ich auf jeden Fall schon mal was. Das können wir mit Krätze gleich holen. Sobald ich hier fertig bin. Mir den Weg freigesprengt. Ach, Quatsch. Das ist gar nicht, was du meinst, Iggy. Okay, ungefähr so, ja. So, Ron, komm mal her. Falsch. Das Krätsche. Oh. Ich glaube, ich hab's gerade kaputt gemacht. Scheiße. Ich habe gerade irgendwie den Stein da rein. Moment. Kann ich irgendwie raus und wieder reingehen? Softlock? Ja, schon. Ja, also. Ich kenne mich aus. Guck mich mal kurz weiter um. Ja, da sind geil und scheiße. Crap und Goyle. Was? Ich guck mal kurz, ob ich hier rauskomme. Okay, ich habe ein Problem. Ich glaube, ich komme erst hier raus. Wenn ich... Audio gerne ab, wenn ich mit der Stimme hochgehe. Du meinst ungefähr spät. Danke für den Hinweis. Dann muss ich mal gucken, dass ich Einstellungen anders mache. Ja, das ist schön, ne? Wo werde ich wieder abgesetzt? Oh Gott, immerhin das. Ha! Dumm! Hallo? Ah, Hashtag, der geht. Ich würde ja sagen, oder ich gehe einfach nicht mehr mit der Stimme so runter, aber da ich das halt ganz gerne mal mache, wäre schlecht. Harry, würdest du bitte... Dann sei halt ein unerzogener Junge. Ist auch okay. Harry, please. Benimm dich doch mal. Junger Mann.
So, das lassen wir jetzt erstmal so stehen, bevor ich wieder Unfug mache. Gehen auf Ron und packen Kreze aus. Die Kretze, die Kretze. Gut, dass so eine Ratte so klein und schmal ist. Oh. Warte, was? Jetzt sag mir nicht, ich hab's schon wieder kaputt gemacht. Die lernt den Gegenzauber von Alu. Danke, Iggy. Ich hab's schon wieder kaputt gemacht, oder? Ich hab das Ding gehört da nicht rein. 4,5%, kein Problem. Doch, das gehört da rein. Okay, dann schauen wir mal, was ich machen muss. Huch. Hetze bekommt das Ding auf jeden Fall nicht geschoben. Vielleicht? Nee. Ah. Bin ein wenig verwirrt gerade. Ja, das Zielen funktioniert ja super, ne? Könnt ihr auch mal auf das schießen, wo ich drauf halte? Das wäre super cool. Charaktere so, okay, ich schieße auf alles, außer das, was du willst. Kein Problem, kein Problem. Ich fühle mich ein wenig getrollt. Wir machen sowas mit dem Trollen doch sonst nur meine Mods. Ich trolle dich, ich klippe nur. Das stimmt. Oh. Spezi hat Spaß, ja? Ich sehe das schon. So. Vielleicht kann ich ja irgendwie... Ah, okay. Das bringt mir nicht das, was ich möchte. Aber hey. Geht mir aus dem Weg. Ihr seid doof. Was war das? Kein Problem. Die Pflanzen ziehen. Pflanzen? Welche Pflanzen meinst du, Drachi? Meinst du, Pflanzen? Hä? Für Pflanzen? Oh, warte, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Aus dem Weg. Vielleicht hat er was, was ich... Ja, er hat was, was ich brauche. Okay, gut. Teil 1 haben wir ja schon mal. Donk. Ich will das Ding nicht triggern. Nachher habe ich wieder das gleiche Problem. Das große Rangding kann ich auseinandernehmen. Ich wollte jetzt auch noch mal gucken, ob ich davon irgendwas habe. Ja, davon habe ich den Zahn. Okay. Jetzt ist immer noch die Frage, wie ich da rankomme. Ich kann diese Kugel in keinster Weise anwählen und... verzaubern und irgendwie runterschubsen. Und mit Kretze scheine ich da auch nicht durchzukommen. Da bin ich jetzt super verwirrt. Das wollte ich, habe ich auch gerade überlegt, Iggy, ob Kretze vielleicht noch irgendwas anderes kann. Nee. Hüpfen kann er. Mit X kann ich nichts machen, scheinbar.
Mit Y wechsle ich halt die Charaktere und mit B verkrübel ich mich wieder zu Ron. Ja, jetzt geht's auf einmal beim fünften Versuch. Spiel, please. Okay, das haben sie ein bisschen unsauber gemacht. Gut, von mir aus kein Problem. Ich habe einen Zauberstab. Bin ich jetzt Hulk Mine? Ich bin Hulk Mine. Kein Problem. Geil. Das sieht super cool. Nice. Nehme ich. Hermine digitiert zu Hulk. Was? Ich habe so viele Fragen. Ich will keine Antworten. Das Spiel macht mich fertig. Hatte ich jetzt hier rein? Oh. Ja, cool. Schlüssel haben wir nicht. Ich sollte mal mehr trinken, habe ich gehört. Habe ich da noch was drin? Ja. Erstmal die Flasche leer machen. Wahrscheinlich mache ich mir in der Pause dann gleich noch eine nach. So. Wie viel Uhr haben wir es mittlerweile? Viertel nach sechs. Wieso habe ich schon Hunger? Und wieso wackelst du mich so an? Anvisieren kann ich dich aber nicht. Euch kann ich anvisieren. Kann ich? Irgendwie... Was? Ich habe Verwirrtheit. Mach nochmal. Nochmal. Jetzt ist das Bild schief. Irritiert mich das? Ja, vielleicht. Ich habe aber auch voll Hunger. Ja, siehst du, es ist ansteckend. Rachi. Hey. Deswegen baue ich vielleicht auch ein wenig ab, aber ich will noch ein bisschen spielen mit euch. Ich will doch bei Harry Potter spielen. Und ich will da hoch. Mann, oh. Lass mich mal kurz schauen, aber ich glaube, ich will definitiv da hoch. Snape, ist dies you? Nee, nicht Snape. Da lang. Kann ich jetzt irgendwas machen hier? Was? Ach, guck mal, ich kann ja jetzt hier durch. Ja klar. Total vergessen. Hui, lass mich raus. Hat da was gedroppt noch? Nee. Dip, 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 dip. Was gibt oder gab es bei euch denn heute zu essen? Ihr könnt gerne mal erzählen. Ich habe mich mit meinem Freund noch nicht darüber beraten, was wir heute kochen. Irgendwas Einfaches, weil es ist sehr, sehr warm. Generell machen wir die ganze Woche eher sehr einfache Sachen, weil bei dem Wetter willst du halt nicht in der Küche stehen. Es ist bei uns, ich glaube, fast die ganze Woche 30 Grad und drüber. Nee, oh Gott, das wollte ich nicht. Zu spät gesehen. Da habe ich jetzt nicht so Bock drauf, weiß ich nicht, ein Chili con Carne zu kochen oder sowas. Faule Burger mit Eisbergsalat und Fertigfrikadellen. Ach so. Bring mich auf Ideen, Iggy. Kardellenburger. Was? Alles kaputt machen. Kaputt machen kenne ich mich ja aus als Grobmotoriker. Burger für Faule. Ja. Habe ich dann beim zweiten Lesen auch verstanden. Sorry. Alles gut. Also mit faul sein kenne ich mich ja aus. Ich bin professioneller fauler Sack. Wobei, wie wäre das dann bei Frauen? Faule Säckchen? Faule irgendwas? Ey, ich habe Blumenhaus angemacht. Okay, dann halt nicht. Dann nerv halt wen anders. Oh, Professor Sprout. Professor Sprout.
Hä? Zu essen? Mm, lecker, 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 Schmecker. Prokrastination ist mein zweiter Vorname. Meiner auch. Willst du einen Reifen essen? Oh Gott, du isst einen Reifen. Kein Problem. Burp. Spirit Animal ist Fleckmann. Ja. Willst du nur das Gewicht essen? Oh Gott. Ich probiere es mal aus, Drache. Nee. Klappt auch nicht. Warte. Ah. Dann lassen wir das. So, Professor Sprout. Professor Sprout. Pflanzen? Pflanzen! Natürlich hat sie so Lego-Ohrschützer, ja? Ah, ah. Ich meine, ich hätte bestimmt einen besseren Abschluss machen können. Wäre ich nicht so faul gewesen. Aber hey, scheiß drauf. Also, besseren Notenschnitt. Hier, die visiert Rons Hintern an. Ja, also. Vielleicht lassen wir das. Hallo, na? Meins. Joink. Oh, oh, oh. Oh Gott, Ron. Are you serious? Ja, knuddeln. Ich glaube, das ist eher ein Kräuterkunde-Ding. Aki, Ron. Muss du sagen? Teufelsschlinge, Teufelsschlinge. Was hat Professor Stroud nochmal über Teufelsschlinge gesagt? Weiter kann ich den Spruch nicht mehr auswendig. Ich gucke viel zu oft Harry Potter vielleicht, ja? Okay. Ich meine, zu oft kann man die Filme nicht gucken. Don't change my mind. Ja, hallo, ich weiß, dass ich die Zaubersprüche auf Y wechseln kann. Spiel please. Erstmal auf Neville schießen aus Versehen. Ich meine, der kennt das ja. Das ist okay. So. Bevor ich mich um Ron kümmere, natürlich erstmal allen möglichen Unfug machen, wie sich das gehört. Der kann ja warten, der junge Mann. Ich hätte jetzt eher so auf Incendio getippt. Ist es zu früh für Incendio? Was? Was? Teufelsschlinge tötet voll Wonne, aber schmollt in der Sonne. Das ist es. Teufelsschlingen hassen Licht. Lumos Solem, genau. Quasi das super, die super Variante von Lumos. Hä? Ich bin leicht verwirrt, was das Spiel gerade möchte. Warte. Hui, hab's kaputt gemacht. Oh, putzen? Nee, aufräumen. Aufräumen. Hui, mache auf. Manchmal ist das Spiel nicht so ganz eindeutig, was es von mir will. Vielleicht muss ich auch... Also meine Vermutung ist, den Wasserhahn auszumachen. Weil die Teufelsschlinge das aus irgendwelchen Gründen ganz toll findet. Sorry, Professor Sprout. Au. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob ich da den richtigen Gedankengang verfolge. Und wenn ja, wie? Ja gut, auf Malfoy, Crab und Goyle kann man immer zielen.
Ihr könntet mich bei Latein so viel klugscheißen und ich hätte keine Ahnung, ne? Was? 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 Was tut der da? Okay, ich habe Fragen. Was tue ich da gerade? Fortschritt machen? Theoretisch? Ich mache bestimmt Fortschritt. Hui, Bonk. Ja, das ist definitiv Fortschritt. Ha! Okay, Ron, ich helfe dir gleich. Du musst da noch ein bisschen chillen, okay? Ich will halt kurz looten. Dann helfe ich dir. Du machst es schon ganz toll, mein kleiner Freund. Halten Sie durch, junger Mann. Ah, haha. Oho, Lumos Solem freigeschaltet, sag ich doch. Wir haben jetzt Lumos die Sonne. Yay, yeah, jetzt haben wir das Upgrade. Das meinte Drachi wahrscheinlich, ha? Was sind denn das eigentlich für Emotes? Zeig mal her. Ach, ich kann nicht raustaben, ha? Gut. Dann habe ich keine Ahnung. Was ist das? Ah, Loot. Looten und leveln. Leveln und looten. Bonk. Aha. Oh, Rache. Ich habe ein Lumos-Upgrade. Ich habe meine Skillpunkte quasi investiert in ein besseres Lumos. Oh, so ein Harry Potter RPG wäre geil, ne? Habt ihr die Trailer gesehen zu Hogwarts Legacy? Das wird super geil. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ich hoffe, dass es gut wird. Vom roten Drachen. Kedo. Ah, ich glaube, den Namen habe ich tatsächlich schon mal irgendwann gehört. Glaube ich. Hallo, na? Auf! Oh, guck mal, das erinnert mich. Das leuchtet rot, wenn du was vergessen hast. Es würde bei mir ständig leuchten. Oder ich habe mal jemanden gehört, der so ähnlich klingt. Das kann auch sein. Ron, please. Bonk. Bonk. Neville ist überhaupt nicht tollpatschig. Nein, nein, bin ich auch nicht. Ich bin ja eher das Katzenkind, ne? Wir haben ja Katzen-Emotes und Katzen-Grafiken und alles. Halte A gedrückt. Und höre auf, dich zu bewegen. Oh Gott. Ja, Hermine, du machst das 1A. Kann ich kurz auf Harry wechseln? Ich glaube, der tut sich da etwas leichter als du. Danke. Manche Charaktere können leuchtende Flecken auf dem Boden ausgraben. Was war das für ein Geräusch? Und will ich das wissen? Oh Gott. Oh. Okay, okay, das ist eine interessante Flugsteuerung. Kein Problem, ich habe alles im Griff. Die ist tollpatschiger als Neville. Ey, Udo. Sei mal nicht so unnett. Udo, der Unnette. Okay, okay, okay. Oh, die Musik. Ja, mal gucken, ob das mit den VODs klappt oder ob Twitch und YouTube da sagen, Das weiß ich halt nicht. Ansonsten müsst ihr das halt live gucken hier, ne? Könnte da ein paar Copyright-Probleme geben. Klappe. Ja, das ist das, erinnere mich. Soll ich jetzt hinterherfliegen oder was? Harry ist schlau, ich fluge. Ihr seid alle durch. Kann ich den mal treffen? Dankeschön. Ja. Warte. Ich hab's gleich. Was?
Wieso? Was? Was sind das für Augen? Kann ich da bitte drauf? Okay, wie besteige ich Dinge? Mit Y. Gut zu wissen. Ah. Also im Fliegen zielen ist super bescheuert. Just saying. Dankeschön. Alter. Ui, McGonagall so... Oh no, du darfst eigentlich nicht rumfliegen ohne Lehrerin. Aber er macht es voll geil. Ich brauche einen Sucher. Für Quidditch und Woods so... Hallo, ich heiße Oliver Wood. Ich habe Woods Super Duper Shop und Woods Hyper Diaper Shop. Ich verkaufe dir Quidditch-Ausrüstung. Naja, okay. Besenfliegen freigeschaltet. Also auf die Fresse fliegen kann ich gut. Aber alles andere... Ich bin tatsächlich übrigens noch nie geflogen. Also mit einem Flugzeug oder so. Oder irgendwas ähnlichem. Oliver! Oliver! Der dolle Olli oder so ähnlich. Kann ich jetzt auch? Nee, das sind andere Sachen, oder? Das sind andere Sachen. Gott. Let's go. Manchmal möchte ich einfach nur die Musik anschmachten. Ah, wie war das nochmal mit Harry Potter und Kindheit? Tom und Thorsten! Wieso leuchtet das bei euch? Wie bestand. Alter, Iggy, danke. Also, das habe ich nicht gesehen. Ich habe die ganze Zeit auf Torben und Thorsten geguckt. Sorry. Wo bin ich jetzt? Irgendwo. Wartet, lass mich mal orientieren. Da muss ich durch. Das kriege ich hin. Ich will Hermine. Hermine! Oh, guck mal, da habe ich schon mal was. Ja, nimm. Nehme er dies. Ha, mein Näschen juckt. Mein Näschen juckt. Und das mag ich nicht. Meine Nase kribbelt immer beim Stream. Ich sag's euch. Das ist echt nervig. Jetzt wäre ich allergisch dagegen. Kitty ist allergisch gegen uns. Nein, Quatsch. So. Oh, oh. Lass mich da runter. In so einen Brunnen klettern wäre jetzt bei dem Wetter schon geil, oder? Ich habe halt keinen Pool. Ich habe keinen Garten. Ich habe nicht mal... Also wir haben einen Garten, den sich alle Nachbarn teilen, aber der Schlüssel dazu ist in der Regel nicht existent. Soweit ich weiß. Und was wollte ich noch sagen? Der ist auch nicht besonders schön und... Nee, lass mal. Was? Einen Balkon habe ich leider auch nicht. Einen begehbaren Brunnen? Nice. Meistens, wenn du in der Stadt einen Brunnen hast, in der Innenstadt oder so, ist es ja verboten, da reinzugehen. Leider. Und ich meine, es gibt sowas wie Freibad und Schwimmbad und so, aber bei dem Wetter will ich da nicht sein, weil dann will da halt jeder sein. Das ist das Problem. Kann ich das schon benutzen? Nee, ich brauche ja den Stärketrank eigentlich. Aber wo kriege ich das letzte Teil her? Ah, ich hab's gesehen. Diese Lego-Sträuche hatte ich früher auch. Ich will aber nicht wieder Halbmine haben. Ich will das jetzt mal bei einem anderen angucken. Komm mal her, Harry. Mach dich mal nützlich. Gluck, 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 gluck. Mmh. Oh Gott. Das sieht aus. Holy shit. Ich habe echt Fragen. Ah, okay. Das funktioniert definitiv so. Und was mir auch gerade einfällt, es gibt ja auch Lego Bionicle. Hattet ihr sowas auch? Also so Lego etwa oder Lego Technik?
Bonusraum, das wäre geil, Bayern. Aber ich glaube, den gibt es hier nicht. Oh, oh. Harry, komm mal her. Endlich weiß ich, wie man Dinge besteigt. Will ich hier runter? Nein. Gut. Hab ich verstanden. Ich will nicht darunter. Aber mit unten kenne ich mich doch aus. Weil ich bin klein. Das Space Shuttle, geil. Mein Vater hatte, als ich jung war, glaube ich, auch sehr viel Spaß damit, dass wir Lego-Kinder waren. Spielsafttrank, goldene Kessel, was? Weil er da halt immer mitbasteln konnte. Später war ich halt alt genug, um den Kram selber zu verstehen und die ganzen Anleitungen und so. Oh, Besen! Erstmal aufräumen. What the fuck? Was bist du denn? Und will ich das wissen? Was? Da hinten ist das Quidditch-Stadion, guys. Das Quidditch-Stadion. Oh, warte, was? Ich habe keine Ahnung. Ach so, das war die Regenwolke. Ja, die hatten wir ja schon mal. Ich wollte aber eigentlich erstmal hier putzen. Hey. Habe ich ihn jetzt verjagt? Wer auch immer er war. Gut. Bonusraum. Please. Aha. Aus dem Weg. Ich bin ein wenig verwirrt gerade noch. Ich glaube, das merkt man. Was? Was bist du für ein blinder Kerl? Ach so, da hängen diese blauen, ich weiß den Namen immer noch nicht, wieder dran. Ah, oh Gott, Hilfe. Aus dem Weg. Ich sagte aus dem Weg. Holy shit. Okay, wenn ich sterbe, verliere ich einfach Geld. Wichtel? Hießen die einfach nur Wichtel? Weiß es nicht mehr. Was bist du und will ich das wissen? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich will ich es nicht wissen. Hallo? Auf mir weh zu tun, wenn ich dir weh tun will. Das ist ja unfair. Steh mal auf. Hau ich? Ich klaue ihm gerade. Habe ich ihm gerade die Haare? Habe ich ihm die Haare ge. Was? Ich hab so viele Fragen. Ich weiß nicht, ob ich antworten will. Das ist Hagrids Hütte. Hagrids Hütte? Und da ist eine, hier, Worte, Karotte. Ey. Ich hab Unfug gefunden, guys. Unfug. Yay. Oh, oh, das habe ich zu spät gesehen. Wichtel sind vom Teufel besessene, trickreiche Biester. Ja, ich kann ein bisschen mehr mitsprechen, kann ich bei Sailor Moon vielleicht. Bei Harry Potter nicht mehr ganz so. Aber die Spiele, also Spiel macht mir halt auch echt schon wieder direkt Lust auf die Filme. Die zum 500. Mal oder so zu gucken. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber könnte hinkommen. Oh. Okay. Ich weiß nicht, was ich hier tue. Sauber machen im Zweifelsfall. Was? Warte, was? Ah, Ron, kein Unfug machen. Ich habe Spaß. Das ist okay. Ich bin bis 5 gekommen. Ah, muss ich wieder noch mehr Leute hauen, Spezi? Kommst du etwa auf die Hauerliste? Das geht so nicht. Nein, nein, alles gut. Ich drücke ja nur Sprüche. Ich bin halt... also nur weil ich Sachen mag, müsst ihr die halt nicht auch mögen.
Spezi schreibt Müll und ich rede Müll. Das passt ja, ne? So, erstmal hier runter. Oh. Aha, 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 aha. Und was mache ich mit den Haaren, mit denen ich hier die ganze Zeit rumlaufe mit Hermine? Du redest immer nur Blech. Da kann ich jetzt nicht mal widersprechen, ne? Also, das war so. Schüler in Gefahr. Yay. I guess. Ah, Moment. Bonk. Was? Da kann ich noch mehr aufsammeln, aber ich schaue erstmal, würde ich sagen. Huch. Mehr Karotten. Ich bin ja nicht so der Möhrenfan. Ich mag die, wenn überhaupt, am ehesten, wenn die schön weich sind. So diese Dosenmöhren und sowas. Oder halt, wenn frische sehr, sehr, sehr gut durchgekocht sind. Aber dieses Knackige mag ich bei Möhren nicht. Oh. Percy Weasley. Oh Gott, wir haben mal einen Charakter tatsächlich. Holy shit. Und nicht Nebencharakter XY, Statist so und so. Nice. Hier ist Hagrids Hütte. Ich kenne den Unterschied nicht zwischen was? Nebencharakter und Statist? Naja, die haben halt immerhin Namen und spielen eine wichtigere Rolle als Statist XY. Ich nehme das mal mit. Nee, Möhre, Karotte. Ja, keine Ahnung, ist alles das Gleiche für mich. Hallo, Spezi, ich bin Landei ursprünglich. Ich habe die ersten 25 Jahre meines Lebens auf dem Land gewohnt. Ich habe keine Ahnung. Also, mittlerweile seit 5 Jahren wohne ich glücklich in der Stadt. Ich habe gesagt, ich habe die Schnauze voll vom Landleben. Ich hab gesagt, ich gehe. So, oh, oh, oh. Ich bin natürlich für Hufflepuff. Die beim Hauspokal und Quidditch, glaube ich, immer letzter sind. Aber aus Prinzip und so. Also, solange du Kühe und Pferde auseinanderhalten kannst, Spezi. Passt schon. Ah, hier sind Fred und George und Oliver und Katie Bell und Alicia. Schlag mich tot. Oh, das wollte ich nicht. Wollte ich das? Ich habe keine Ahnung. Im kleinen Dörfle. Ach du, ich rede auch kein Hochdeutsch, Rachi. Ich rede definitiv kein Hochdeutsch. Was? Hier regnet es gerade Legosteine. Ist das okay? Stimmt. Kannst halt so, mit so viel Zeug interagieren, ne? Die Belohnung sind meistens Steine. Ach so, da B. Ah, oh. Ich darf mir gleich wieder den B. Hör auf rumzuschreien, Fräulein. Das Fliegen machen wir gleich. Ich will erstmal den anderen Stuff machen. Das ist Slytherin. Das ist Gryffindor. Dann haben wir nochmal Slytherin und Gryffindor, ja. Das erste Match. Natürlich. Quidditch ist schon geil, oder? Ich finde Quidditch geil. Ich bin nicht so... Ich bin der letzte Typ, der sich für Sport interessiert. Also im Real Life. Aber Quidditch? Geil. Kann man mal machen. Ich finde es ja schade, dass sie im Film die Quidditch-WM weitgehend ignoriert. Also, was heißt weitgehend? Sie haben sie ignoriert. Die hat da quasi nicht stattgefunden. Sehr, sehr schade. Ich meine, klar, die können nicht alles in den Film packen. Ansonsten geht der 10 Stunden lang. Das ist mir schon bewusst. Das ist bei allen Filmen so. Aber manche Sachen sind dann halt schon schade. Oh, hier geht gerade Putty ab. Brauche ich alles. Also, stimmt, irgendwie. Oh, Ravenclaw, Junge. Wir nähern uns Hufflepuff. Kneipsche? Was? BFF.
Gut, dann ist dein BF aus der anderen, nicht aus deinem Dorf, ja? Stehe ich das richtig, Drachi? Frauenfußballspiel? Ja, ganz ehrlich, also ich habe nichts gegen Frauenfußball. Also nicht in dem Sinne, aber ich habe was gegen Fußball. Sagen wir es mal so. Mal ist nicht böse, guckt gerne Fußball und Sport, wenn ihr da Bock drauf habt. Aber ich kann damit halt nichts anfangen. Und mit nichts meine ich gar nichts. Ha? Ist was für Krätze? Schau mal gleich mal. Falsch. Nee. In der Nachbarstadt. Ich hatte gestern einen Stream bei Niesch gesehen. Und die hatte auch erzählt, in der Schweiz ist das wohl ganz schlimm. Da hast du teilweise, wenn du die Stadt wechselst, verstehst du kein Wort mehr. Sexismus. Ja, ich meine, klar, viele Leute können nichts mit Frauenfußball anfangen, und das, obwohl sie Fußball gucken. Und das ist schade, wenn es einfach nur darum geht, Frauen doof zu finden. Aber wenn man Fußball selber nicht interessant findet, dann ja, ist das halt so, ne? Oh, the Slytherin. Schüler in Gefahr. Yay! Oder so. Ui. Das sieht super weird aus auf dieser... Einmal? Nee, wenn dann, wie sagt man, bewusstlos hauen, Bayern. Wenn dann bewusstlos hauen. Ihr müsst schon aufpassen, wir töten hier nicht. Kriegen wir jetzt das Ravenclaw-Mädchen? Nee, Padma Patil. Die hat eine Rolle im vierten Film? Wie eine kleine Kneipe. Ist Kneipe schon eine kleine Kneipe? Ich spreche es wahrscheinlich auch komplett falsch aus, Drachi. Ja, Padma ist ein Charakter. Nicht Padma, das wäre Star Wars. Damit kenne ich mich ein bisschen aus. Nicht so gut wie mit Harry Potter. Aber zumindest ein bisschen. So, wo waren wir? Oh, Charakter! Katie Bell, sag ich doch. Ah, oh. Nice. So, wo ist mein Besen? Das ist mein Besen. Ein kleines Schälmesser. Ah. Ich habe erst Schelm gelesen. Dachte mir so, hä, was? Nein, Schälmesser. Würdest du bitte, Harry? Danke. Ah. Mach keinen Unfug, Harry. Weißt du, machst gerne Unfug. Ah, ich wünschte, ich könnte halt einfach mit, weiß ich nicht, L und R oder so die Steigung steuern. Naja, passt schon. Unfug! Hey! Tipp. Komm. Komm ich da dran? Nee, nicht wirklich. Schelmesser. Ja. Ist dir etwa nie ein Schelm? Oh Mann, ey. Kitty, please. Warte, ich will doch mal was probieren. Hallo? Wo sind meine Leute hin? Da. Ron und Hermine hatten, sich verlaufen, scheinbar. Oh, ach so, okay. Gut, Frage beantwortet, wie das gedacht ist. Hui, das ist ein sehr runder Quaffel. Das ist okay, denke ich. Was machst du da für ein Handstand-Mädel? Hui, yay, I did it. Hi, Mini. Mini, komm mal hier. Als bekennender Schelm. Ein Schelm, wer Böses denkt. Denkst du etwa Böses, Iggy? Oh. Yay, mehr goldene Steine. Mini. Was los, Mäuschen? So, bevor wir Quidditch machen, ich gehe dann auf dem Weg was holen. Ich denke nie was Böses, nur über mich, ne? Machen wir ein kurzes Päuschen. Ja, Padma Patil war mit den beiden auf dem Ball. Die Patil-Schwestern, das waren, glaube ich, Zwillinge. Ja, ein bisschen machen wir noch.
Ein Halstuch mit der Karte des Rumtreibers, das ist sehr geil. Im Zug liegen gelassen. Nein! Nein! Quidditch? Quidditch! Was hole ich denn hier wieder rum? Muss ich spielen oder ist das ein Cutscene? Wir werden sehen. Yay! Warte, was? Hey! Hey! Angeber. Punkte. Yay, let's go. Oh, die haben den Quaffel. Wir machen gleich Punkte. Und da ist der Schnatz. Sieht nach Cutscene aus. Schnapp ihn dir, Harry. Oh, der Besen dreht durch. Er hat einen Bug. Oh, guck mal, das sind Snape und Krill. Erstmal alles erkunden. Ich darf spielen, aber nur die andere Seite. Ron, lässt du mich vorbei? Dankeschön. Fähnchen. Oh. Was? Okay, cool, kein Problem. Kann ich das nochmal machen? Die beste Quidditch-Sequenz. Da, oh Gott, das stimmt. Das war übrigens keine gute Sequenz. Aha. Kisten stapeln. Kisten stapeln. Tschüss. Tschüss, Kisten. Ich sehe hier hinten nicht viel, aber das ist okay. Holy shit. Erschreckt mich doch nicht so. Please. Oh. Ich nehme an, dass Ron ein bisschen fliegen kann. Er kann ein bisschen fliegen. Das ist okay. Das reicht. Das wollte ich nicht. Kann Hermine... Oh Gott. Hermine kann sehr schlecht fliegen. Das ist okay. Man muss ja nicht alles können. Ich habe das Spiel gehasst. Welches Spiel? Quidditch? Wie, was, wer, wo? Oder was meinst du, Iggy? Holy shit, Mini dreht durch. Kein Problem, Katze. Beruhig dich. Und ab in ihr Häuschen. Quidditch spielen? Mhm. Kann ich? Ja, ich kann. Dann spiele ich halt immer Quidditch für dich. Easy. Ist das ein Deal, Iggy? Das ist ein Deal. Ich fand auch dieses Quidditch-Weltmeisterschaftsspiel damals super geil. Gesundheit, Mini. Njo, njo, njo. Was ist da unten? Da ist zu. Okay, gut. Holy shit. Was? Oh, da sind die. Ich habe den Namen gerade vergessen. Wow, ich gehe mich gleich löschen. Die Dingsbumsies. Weißt du Bescheid? Klatscher. Meine Güte, das hat gedauert. Ja, jetzt habe ich es auch gelesen. Ei. Let's go. Oh, das kann ich auch noch machen. Hui! Drehwurm! Fans drehen durch! So irgendwie? Warte, was? Ach so. So ist es, glaube ich, ungefähr gedacht. Halt nur an hübsch. Hui! Ach so, jetzt komme ich eh hier hoch. Ich verstehe Dinge. Mach kaputt! Na, Harry macht da hinten Party. Ich kann mir also Zeit lassen. Ich meine, was? Hier die der Assi. Njo, njo. Oh, Bücher. Ja, das ist für Hermine. Düpp, düpp, düpp.
Quasi ein Mini-Memory. Oh. What the? Ja klar, kommt da einfach mal so eine Axt. Ja. Spiel, ich hab Fragen. Die Lego-Entwickler haben immer Spaß, kann das sein? Nehmen einfach die Vorlage und machen dann ganz viel Unfug. Und die schauen einfach, wie viel Unfug sie aus dem ganzen Kram rauskriegen, ha? Es ist großartig. Es ist auch irgendwie weird, aber vor allem ist es großartig. Ich könnte die Lego-Spiele nicht ständig spielen, muss ich sagen. Aber so halt ab und zu mal. Mal schauen, ob wir dann auch direkt den Nachfolger spielen. Harry, Mädchenverkleidung! Yay! Was wollte ich sagen? Keine Ahnung, ich habe den Faden verloren. Ob wir direkt den zweiten Teil hinterher spielen. Also Jahre 5 bis Schlag mich tot. Ja, so irgendwie. Es ist halt gefrickelt, aber funktioniert. Was willst du von mir? Was? Das ist ein Slytherin, das habe ich verstanden. Aber ich habe noch nicht verstanden, wie ich das Problem löse, weil ich muss ja irgendwie weitermachen. Okay, das könnte mir helfen. Einmal den Schalter für. Ja, okay, ich hab's. Falltür! Tja. Mistkerl. Jetzt komme ich da hoch. Easy. Ich hab das wunderschön gebaut. Ich hoffe, ihr seid stolz auf mich. Tonk, 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 tonk. Leiter? Leiter! Hui! Oh, ich habe eine Treppe gebaut. Ich glaube, die Lego-Spiele, es gibt bestimmt Leute, die absolut furchtbar finden. Das kann ich auch verstehen. Aber man muss es halt mögen. Was? Man muss Sachen mögen, wenn man sie spielen will? Was? Kitty erzählt schon wieder Sachen. Was? Ach so. Ich verstehe Dinge. Haha. Hoho. Da bin ich wieder mit Käse und Spaghetti-Eis. Oh, ich nehme auch eine Portion, Drachi. Ich nehme auch eine Portion. Dips, 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 dips. Spaghetti-Eis ist geil. Das haben wir die Tage auch gegessen. Ah, mein Näschen kribbelt. Macht er da gerade voll voll? Er macht da gerade voll voll. Nice. Kaboom. Was kriegen wir? Heute Abend kommt unsere Einkaufslieferung. Da kriege ich dann... so billig Magnum-Eis quasi. Also so Schoko-Eis halt am Stiel. Voi, voi. Jetzt ist er leer, war das letzte. Oh. Schade. So, Harry gerettet. Es wäre halt schon cool. Ja, mal gucken, wie weit wir heute kommen. Vielleicht das erste Jahr fertig. Keine Ahnung, wie lange das dauert. Und das wird, wie gesagt, definitiv kein 100% Spiel. Da bist du ja ewig und 3 Tage dran. So viel Zeit habe ich doch nicht. Wir wollen doch auch noch andere Projekte hier spielen. Morgen machen wir ja Banjo-Tooie weiter. Wenn ich morgen nicht vom Wetter sterbe. Das ist bei mir immer etwas zufallsbedingt. Hauswappen! Gryffindor! Aber ich habe für nächste Woche Donnerstag, glaube ich, einen Arzttermin. Für meine Kreislaufprobleme. Mal gucken, was die sagt. Ist halt eine neue, also meine neue Hausärztin, die alte ist ja in Rente gegangen.
Die Alte hätte ansonsten vorgehabt, mich zum Kardiologen zu schicken. Mal gucken, was draus wird. Weil mit 30, obwohl man genug trinkt und isst. Wollen wir irgendwas? Wollen wir irgendwie shoppen gehen oder so? Ich bin gerade am Überlegen. Ich glaube, nach jedem Level da reinrennen lohnt sich nicht. Aber so alle paar Level mal vielleicht. Würde ich sagen, ja. Machen wir erstmal weiter. Es war, glaube ich, jetzt das erste Quidditch-Match. Ist das erste Quidditch-Match erst nach Halloween? Keine Ahnung mehr, wie der Story-Ablauf war. Aber wir haben, ich denke, wir haben im ersten Jahr doch noch ein bisschen was zu tun. Ich finde es gerade unglaublich schwer einzuschätzen, wie schnell das Spiel die Geschichte nacherzählt. Wir finden es einfach mal zusammen raus. Ich meine, ich könnte auf, ja, ich habe auch irgendwann bestimmt mal auf How Long to Beat nachgeguckt. Was so die groben Schätzungen sind, das ist halt immer nur eine grobe Orientierung, was die Leute da sagen. Wie lange man zum Durchspielen für irgendwas braucht. Da ist halt jeder anders. Und manchmal geben die Leute auch Unfug an. Aber meistens kommt das einigermaßen hin. Oh, Weihnachten wäre jetzt auch geil. Ich mag Weihnachten einigermaßen. Was ihr euch auf jeden Fall notieren könnt. Also morgen machen wir ja um 15 Uhr, wenn alles gut geht, Banjo-Tooie weiter. Ich muss mir auch mal irgendwann halt Projekte nach Banjo und Harry Potter überlegen. Ja. Weihnachtsmützen! Yay! Am 4. September, das ist ein Sonntag und danach habe ich Urlaub. Hey, hey. Da machen wir Geburtstagsströmen. Irgendwann zu meinen üblichen Streamzeiten, also so nachmittags irgendwann halt. Was ist da eigentlich nicht mehr so lange hin? Dann werde ich alt. Hey. Dann werde ich alt. Das ist in... heute ist der 12. Dann ist der 14. Warte. Was? Ich kann gerade nicht rechnen. Ist das in 2 oder in 3 Wochen? Oh, ein Tarnumhang. Ein unsichtbarkeitsmachender Unsichtbarkeitsmantel. Erstmal Party machen. Ja, mach du unsichtbar. Ja, wackel mit deinem Hintern, kein Problem. Ich weiß noch nicht, was wir da so machen und wann genau, aber 4. September und Geburtstagsstream steht auf jeden Fall. Den restlichen Tag werde ich mit meinem Freund verbringen. Der backt mir bestimmt wieder geilen Kuchen. Hallo, Filch. Alt, aber nicht grau. Nee, nee, ich habe noch keine grauen Haare. Die sind nicht gefärbt. Die verbotene Abteilung, die ist verboten. Da darf ich doch gar nicht hin. Machen wir jetzt verbotene Sachen? Ich würde ja nie verbotene Sachen machen. Zum Beispiel GTA spielen, obwohl ich noch nicht so alt bin. Oder so. Die Abteilung der Verbotenung. Das sieht ja knuffig aus. Oh, das ist Mrs. Norris. Ich bin nicht da. Wenn du mich nicht siehst, sehe ich dich auch nicht. Hallo Kitty Töpfer und zauberhafter Chat. Hallo zauberhafter Stornios. Wie geht es Ihnen? Klack, 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 klack. Erstmal für Stornios klatschen. Klatsch, 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 klatsch. Arr. Arr hier nicht so rum. Klappe. Was? Was? Hatte heute frei. Nice. Aua. Ich glaube, mich hat's da wortwörtlich zerlegt. Lass mich in Ruhe. Oh Gott. Ich bin gar nicht da. Du siehst mich nicht, also sehe ich dich auch nicht. Oder so ähnlich. Kitty macht schon wieder Unfug. Muss ich mich vor den Büchern oder der Katze mehr fürchten? Ich bin mir gerade nicht sicher. Na, Stornius, welches Haus ist denn so deins? Wichtige Fragen, die geklärt werden müssen. Fragte der Hufflepuff. Die Hufflepuff?
Hufflepuff. Dingsbumsi. Hallo, ich hab grad B gedrückt. Ein Ravenclaw. Nice. Wir haben in der Community ungefähr alles. Ich glaube, ich muss den Büchern ausweichen, tatsächlich. Gut. Soll mir recht sein. Ravenclaw. Der Stonius ist eine Rabenklaue. Das ist okay. Stonius, du hast mein Angeben verpasst. Einmal noch mal kurz angegeben. Ich weiß, es wird nicht als Ravenclaw nicht ganz so interessant, aber hey. Ach, halt die Klappe, Mrs. Norris. For real. Chill mal. So. Beruhig dich mal. Oh Gott. Fräulein. Ich will so ein Bild. Ja, also. Ach so. Aha, aha, aha. Was? Stonius, brauchst du eine Brille? Guck mal, das ist das Logo von Hufflepuff. Da reflektiert sich ein bisschen mein Ringlicht drin. Und das habe ich selber gemacht. Das ist ein Bild, das an der Wand hängt. Also bitte. Ja, also ich nehme ja demnächst Aufträge dafür an. Nein, Quatsch. Aber es wäre irgendwie cool. Wieso haue ich gerade eine Steinwand auf, indem ich Feuer... Was? Ich meine es doch nicht böse, Stonius. Du weißt, ich drücke gerne Sprüche. Ich bin so eine Flapsige, ja? Was ist das? Ist das ein Eis? Oh, geil, ich habe Eis. Da war Nierschzeichen... Das war von Nierschzeichen-Schrimm. Das Ding habe ich schon länger. Das war halt mit einer Vorlage. Das nennt sich, ich glaube, Linoldruck. Du machst quasi Farbe auf so ein Ding. Und dann so... Und jetzt? Jetzt habe ich Eis. Und ich kann mit meinem Eis... Ah! Sterben. Gut. Hast du schon mit dem Bild geflext, was du Niesch geschickt hast? Das ist, auf beiden Discord. Ha! Servern, leck mich. Das, wird die liebe Niesch auch benutzen, hat sie gesagt. Kann ich auch... Ah, ich kann mit Tamo und Hang sogar springen. Das ist gut. Kann ich? Nein, kann ich nicht. Ah, ja, ja. Ich bin in Sicherheit, glaube ich. Ich hab's im Griff. So? Ron, mach mal. Do your job. Ich hab ja... Also ich habe tatsächlich relativ lange auch dran gesessen, an dem Bild, für meine Verhältnisse. Jetzt habe ich eine Blume unten als. Okay, cool. Und halt umgesetzt, was Niersch mir beigebracht hatte. Das ist jetzt nicht ultra krass, aber für meine Verhältnisse voll okay, was ich da gezeichnet habe. Bin ich lernfähig? Eigentlich schon, aber hm. Ich bin verwirrt. Ist verwirrt sein okay? Üben, üben, üben. Hm, das ist es nämlich. Das wollte ich nicht. Was möchtest du gerade spielen? Ach, guck mal, das ist Harry. Okay, ich war gerade voll verwirrt. Hä? Was muss ich machen? Was? Was? Eis? Eis? Eis, Eis, Baby. Ich weiß, den hatten wir heute schon.
Hä? Was will das Spiel von mir? Ah, lass mich in Ruhe. Ich sagte, lass mich in Ruhe. Ich glaube, das interessiert ihn nicht, wenn ich ihn ausschimpfe. Halt Klappe, bis es Doris. Dafür bräuchte ich... Ha, Hermine! Oh Gott. Ich gehe gleich. Ich gehe gleich. Warte, ich habe noch eine Idee. Warte, warte, warte. Ich stelle mich hier hin. Und dann mache ich Dinge. Ah, Fortschritt. Okay. Gut, hier ist mein Eis. Das heißt, also wir müssen gleich noch eine rote Spinne finden, worauf ich nicht so Bock habe, ehrlich gesagt. Aber ist okay. Und wo das andere Ding ist, wissen wir ja. Die Blüme ist hier. Blümchen. Bienchen und Blümchen. Nein, lassen wir das. Würdest du bitte das Blümchen da reinstopfen? Dankeschön. So, rote Spinne. Hat die jemand gesehen? Wahrscheinlich nicht. Also. Nein, doch, vielleicht. Hippidibidi. Ich bin zu blöd zum Springen. Hier hatten wir ja das Eis her. Kann ich mit dir noch irgendwas machen? Spuddermann. Ich Spuddermann dich gleich. Das ist auch keine rote Spinne. Wo Spuddermann? Vielleicht? Nein! Ah! Nein, warte, warte, warte. Ah, hör rüber zu Niersch. Spielt ihr heute Spuddermann? Ja, ne? Was? Okami bei Nase. Nase stimmt doch heute nicht, Stornius. Oder? Ja, also. Ich habe definitiv Ahnung, was ihr gerade von mir wollt. Könnte das wichtig sein? Dass hier eine Farbreihenfolge steht. Ich weiß es nicht. Oder wir spielen einfach sowas hier. Das ist auch okay. Jetzt haltet mal die Klappe. Urlaub. Oh Gott. Ich bin Anfang September dran mit Urlaub, Stornius. Erst. Hey, was? Wo? Was übersehe ich? Oh. Ich glaube nicht, dass mir was bringt, aber wir machen hier mal Sachen kaputt. Mitte September, nice. Quasi nach mir. Ich habe so Bock auf Urlaub, ne? Meine, es hat jeder eigentlich immer Bock auf Urlaub. So ist es ja nicht. Aha, aha, aha. Das stimmt. Wichtig. Oder so ähnlich. Ich habe auch keine Ahnung. Sehe ich so aus, als hätte ich Ahnung. Ich habe auch nach dem Geburtstag. Echt? Ja, okay, das weiß ich. Oh, oh, oh,
das sieht gut aus. Nehme ich. Das war jetzt mehr Zufall als alles andere. Gut. Nice. Das hat vielleicht gedauert mit dem Raum. Holy shit. Noch dummer kann man sich auch nicht anstellen. Läuft der gerade gegen... Ist okay, Dumbledore. Ist okay. Ich hab's kaputt gemacht. Ich hab's kaputt gemacht. Glaube ich. Oh, oh, das Filch. Ich hab einen Tarnumhang. Ich bin gar nicht da. Und Ron auch nicht. Ja, im September Geburtstag haben, ist ja geil. Bester Monat. Dann geht's auf Herbst zu. AKA beste Jahreszeit. Weißt du Bescheid? Aus dem Weg. Und muss ich wieder Sachen zusammenbasteln? Ich muss wieder Sachen zusammenbasteln. Das ist voll okay. Bastelstrim. Legostrim. Was? Ah! Oh! Haha! Oho! Warte. Muss man nur noch treffen. Am 3. Februar. Du hast Winter. Lass uns tauschen. Ich finde Winter voll okay. Also beste Jahreszeit Herbst, aber Winter nehme ich halt auch. Das nehme ich direkt mal an mich. Kann ich das auch mit Tarnumhang an mich nehmen? Scheinbar nicht. Bist du generell kein Winterkind, Rachi? Dafür bin ich jünger, so nämlich. Oh! Ach so, Filch ist gar nicht so dumm. Das ist aber schade. Lässt du mich jetzt mal in Ruhe? Filch? Nee, da ist es Kai, okay. Aber Jacken! Nee, warte, was wollte ich sagen? Ich habe keine Ahnung, ich bin verwirrt. Ich mag den Sommer nicht. Ich glaube, das hast du schon rausgehört. Was? Kitty mag den Sommer nicht? Das sind jetzt aber neue Nachrichten. Hallo, Mora! Oder so ähnlich. Indirektes Alohomora. Ja, Filch knuddelt jetzt mit Harry, das ist okay. Das machen... ich sag jetzt nichts Falsches über alte Männer. Ich will aber erstmal gucken. Ah, fliegende Bücher! Ich finde ja Katzen echt süß, ne? Wisst ihr ja. Aber Mrs. Norris geht mir gerade echt auf die Nerven. Mit ihrem Rumgekreische. Hilfe! Drum Kitty im Sommer, ja. Gib mir deinen Winter und du bekommst meinen Sommer. Bin dabei. Sommer zu verkaufen. Ich glaube, wir haben es langsam. Ja, Mrs. Norris, beruhig dich halt mal. Fräulein. Ich rammo dich gleich. Hä? Die macht direkt ein neues Netz. Olle Potsau. Das geht so nicht. Oh, ich glaube, hier ist jetzt mal ruhig. Sagte sie und dann kam Mrs. Norris hinterher. Ja, okay. Kein Problem. Mrs. Norris! Chill! Fräulein? Zwillingsbruder. Das ist immer super interessant. Ich habe zwar Brüder, aber keinen Zwillingsbruder. Stray war das Mauzen auch süßer. Stray war super. Ich meine, ich kenne jemanden, der am gleichen Tag wie ich Geburtstag hat, aber ein Jahr älter ist, aus meinem Freundeskreis. Das ist schon weird genug. Ah, ich habe was gefunden.
Der Zero hat nämlich auch am 4. September Geburtstag. Nein! Ah, Gott! Ron! Mach doch keinen Unfug! Dankeschön. Trail Review. Cut, 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 cut. Was? Was habe ich nochmal geschrieben? Drücke Miau, um, drücke B, um zu miauen. Geiles Spiel. Game of the Year oder so habe ich, glaube ich, geschrieben, ne? Ich finde das sehr passend, Stornios. Ich weiß nicht, was du hast. Und spoilerfrei ist es auch. Also ich meine, dass man mit B miauen kann. Das gibt es ja schon lange Memes drüber. Ach, schon wieder Slytherin. Oh. Und das lernst du halt innerhalb kürzester Zeit im Spiel. Dumbledore ist senil. Danke, Iggy. Keine sonstigen Geschwister. Ich habe zwei ältere Brüder. Und mit älter meine ich älter. Also, der eine ist 9 Jahre älter und der andere 13. Drücke B, um zu miauen. 10 von 10. Game of the Year, sag ich doch. Mein Nachbar sagt, no, Clipping Tool, no, was? Hallo, na? Hä? Was will die Alte? Was? Warum hockt die da und winkt? Was ist ne, hey, Gap? Hä? Was? Ach so! Oh! Ich habe einen Spiegel gefunden. Oh. Quidditch-Spieler und geknutscht. Harry sieht natürlich seine Eltern. Das geht so nicht, ihr müsst ins Bett. Zwei und 10 Jahre, holy shit. 10 Jahre sind schon krass. Ah, guck mal. Das habe ich genau gesehen, Dumbledore. Mit dem Stein. Im Film war der aber ein bisschen roter. Das ist wenigstens eins von den guten Harry Potter-Spielen. Teilweise gab es ja echt so Shooter-like Soft-Verschrottungen. Verschrottsoftungen. Worte! Das sind Lego-Steine, okay? Ja, Udo, bei dir weiß ich das ja. Ich will mal shoppen gehen. Mit dem Bruder, der 9 Jahre älter ist, verstehe ich mich soweit ganz gut. Ich meine, klar, als wir jünger waren, hat es gerne mal gekracht, wie das halt mit Geschwistern so ist. Und bei dem, der 13 Jahre älter ist... Ich meine, hey, 13 Jahre Unterschied, da macht man halt nicht viel zusammen, ne? Gehst aber schon auf 100%. Nein, Stornius, das machst doch du, oder? Hogwarts Mystery. Oh, da klingelt was. Warte, wo wollte ich hin? Überall hin im Zweifelsfall. Oh, wir dürfen wieder komplett durchscrollen. Yay! Einmal die Mädchenverkleidung. Einmal Harry im Smoking. Hermine im Ballkleid ist natürlich gekauft. Ah, es geht schon ein bisschen ins Geld. Wir hatten, glaube ich, über 300.000. Katie Bell ist gekauft. Percy ist gekauft. Und dann hatten wir, glaube ich, noch ein paar Nebencharaktere. Unter anderem Ravenclaw. Das Gryffindor-Mädchen. Oh, wir haben kein Geld mehr. Wenn wir Hufflepuff kriegen, wird das aber sofort geholt, ne? Zwei Charaktere wären noch gewesen. Ich schau mal, ob noch mehr kommen. Das Pay-to-Win-Mobile-Spiel, ja. Dann lieber Stardew Valley kaufen und spielen. Oder so. Gibt's halt auch auf dem Handy. Ja, folgt mir, damit ihr kein Lego Harry Potter 100% Stream verpasst. Mach doch mal, Stornius. Dass du das Gryffindor-Mädchen mitgenommen hast. Ja, das ist ganz wichtig, das Gryffindor-Mädchen. Ganz, ganz wichtig. Prioritäten. Nur für euch. Ich glaube, also um 100%. Also, schon ist, du streamst dann auch das Grinding nach Geld, ne? Aus dem Weg, Hermine.
Bonk. Was? Hufflepuff! Jawoll! Hufflepuff! Beste! Du warst ja eben AFK, ne, Drachi? Ich hab einen Schlüsselanhänger. Der ist für meinen Radschlüssel. Voll gut. Mal was gucken. Kommen nur noch 2, 3 Kapitel? Ich weiß nicht. Was sagt denn How Long to Beat? Potterhead? Was? Ach, Quatsch. Ich hab Hunger. Wissen wir, Kitty, halt Klappe. Okay. Mach mal Alohomora, Hermine. Mach doch mal. Lerne ich eigentlich noch mal Zeug? Wir werden sehen. Oh Gott. Aber es ist schon ganz cool gemacht. Es hat Humor. Du spielst mit den Charakteren hier noch mal durch. Klar, du bist halt an die 3 gebunden, aber das ist halt die Story. Vielleicht gibt es ja später, wenn es sich anbietet, da auch noch mal ein bisschen Abwechslung. Das werden wir dann sehen. Hagrid? Ich vermute, wir gehen zu Hagrid. Ich habe ja auch beide Teile, also auch die Jahre 4 bis 7. Nee, 5 bis 7, so rum war es. Das hier ist 1 bis 4, oder? Warte mal. Ja, 1 bis 4. TikTok-Account nur mit Harry Potter. Ja, also das geile Zeug, ne? Vielsafttrank. Vielsafttrank ist was für Noobs. Ha, sag ich doch, zu Hagrid. Ha, jetzt hätte ich es gerochen. Hagrid, wer ist Nicolas Flamel? Was? Das sah gerade super weird aus. Was? Ron, wo stehst denn du da gerade, bitte? Der hat gerade von... Was? Ach, der macht einen Handstand. Oh Gott, guten Morgen. Hallo, na? Weißt du, Harry benennt seine Kinder nach so ziemlich jedem, aber nicht Hagrid. Oh, ein krankes Einhorn. Hallo, Fang. Ruff. Hallo, Malfoy. Ruff, ruff. Oh, da ist nichts mehr drin. Verbotener Wald. Ui, die Flasche habe ich ordentlich gesprudelt, du. Sodastream? Wieso wollte ich sagen don't? Ich meine, stay hydrated. Don't drink. Mhm. Lecker Einhornblut. Nom, 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 nom. Hilfe! Send help! Ich würde nicht sagen, dass ich ein diehard Harry Potter Fan bin, aber ich mag es schon ganz gerne. Tut mir leid, für Besuch habe ich leider keine Zeit. Wir wissen vom Stein der Weisen. Oh. Oh Gott. Oh, ich bin Fang. Geil. It's a me, Fang. Ich bin Hagrid. Oh, geil. Jetzt halt mal die Klappe da oben. Ich habe einen Sniper. Jetzt geht's aber ab hier. Auf den verbotenen Wald habe ich definitiv im zweiten Teil keine Lust. Das wollte ich nicht. Das wollte ich. Hagrid ist mehr heavy als der Sniper. Das kann ich nicht abstreiten. Ich hatte auch so meine Zeit mit Team Fortress 2. Oh. Warte. Lumos! Und erstmal reinrennen, wie so ein Noob. Kitty, please.
So, erstmal hier aufräumen. Ich glaube, den Teil hier habe ich schon mal irgendwo gesehen. Vielleicht bei Funk oder so. Ron ist der Tank. Bist du dir sicher? Oh. Wer ist denn der Scout? Oh Gott. Wer ist denn der Scout? Hermine, ha? Huh? Ron kämpft die Pflanze mit seinem Gesicht. Face Tank. Das mache ich in manchen Spielen tatsächlich. Also Face Tanken. Das, funktioniert besser, als man denken mag. Oh, oh, lasst Fang in Ruhe. Oh, ich bin klein und süß. Warte, das hatten wir in Stray, ne? Fang ist der Scout. Nehme ich. Bonk. Freiheit. Für random Menschlein. Ja, keine Ahnung, was ich da zusammenbaue. Ich baue irgendwas. Ach ja, wieder diese merkwürdige Wolke. Ja, wie soll ich denn mit Fang da hochklettern? Das ist ein Hund. Wie soll der eine Leiter hochkommen? Spiel, please. Ich kann das sehr gut verstehen, Drachi. Hogwarts ist super. Ich hätte mir auch immer gerne gewünscht, einen Brief zu bekommen. Und Harry Potter ist eins von den Dingern, das geht halt immer. Harry Potter geht immer, Sailor Moon geht immer. Star Wars, ja, jetzt nicht immer, immer, aber mit Star Wars kann ich halt auch fast immer was anfangen. Supernatural gucke ich ständig rauf und runter. Ich habe da schon so meine Ecken. Das Problem ist, eigentlich habe ich zu viele Hobbys. Ich gucke Anime, ich gucke Serien, Filme selten, ich spiele Videospiele, ich lese eigentlich gerne, das Hobby, was am meisten zeitbedingt untergeht. Schwierig. Und ich schlafe gerne, das vor allem. Das ist das Wichtigste. Ab und zu kritzel ich jetzt auch noch mal was. Ich suche mir ja auch noch mehr Hobbys, ich Idiot. Ich habe ab sofort Hobbysuchverbot. Geht mir genauso. Ja. Harry Potter Theater, ich komme mit. Ich würde auch gerne, würde es das noch mal geben, die bekannten Filme im Kino zu sehen. Ich würde sofort reingehen. Mir egal, was ich da sonst vorhab oder irgendwie. Wäre schon geil. Fang. Was? Es gibt immer krassere Leute, Drachi. Ich meine, du hast vielleicht mein Alert-Bild gesehen, das hat die liebe Niesch gemacht. Die macht super krasse Zeichnungen, aber es gibt wahrscheinlich Leute, ich habe noch nichts gesehen, aber gibt es bestimmt, die noch krasser als sie sind im Zeichnen. Das ist halt immer so. Fang an, sich selber freigeschaltet. Ja, mach das mal, dass du dich selber freischaltest. Musst du erstmal hinbekommen. Wie komme ich jetzt da hoch? Warte, vielleicht doch über die Leiter und dann rüberhüpfen? Hä? Nee. Was? Gib mir mal Fang. Ach, Fang. Okay. Kann er? Er kann Leitern hochklettern. Okay, cool. Genau, Iggy, darauf wollte ich hinaus. Danke. Das heißt nicht, dass man dann aber selber nicht... Was? Okay, cool. Also, TikTok-Videos über Harry Potter machen klingt schon relativ krass und du klingst auch sehr Potter begeistert. Ach, ich hoffe, du guckst dann auch öfter zu, wenn wir das hier spielen. Ich meine, ich werde nicht nur Harry Potter hier auf dem Kanal spielen, das ist klar. Aber bestimmt spielen wir irgendwann auch mal wieder andere Teile. Also es gibt ja noch mehr Harry Potter Spiele. Ich mag Harry Potter, das kann man gerne mal öfter machen. Gib mir mal Hagrid.
Oh, ich habe Hunger. Okay, gut. Nein. Ah, lass mich in Ruhe. Mach kaputt. Ah, okay. Alles gut. Ich habe alles im Griff. Hufflepuff. Geil. Ich glaube, Kitty hat Hunger. Hier ist eins Harry Potter. Ich mag das Spiel tatsächlich. Das ist mein Kindheitsding. Ich weiß, ich bin komisch, aber ich mag Harry Potter auf PS1. Ron, du Noob. Ah, ich will aber noch ein bisschen spielen. Ich will spielen. Videospiele. Alles kaputt machen. Nur noch 5 Minuten. Und dann noch mal 5 Minuten. Und dann immer noch 5 Minuten. Ich will Unreal Tournament spielen. Ah, Unreal Tournament. Ich will spielen, was schneller. Ah. Oder so ähnlich. Einer der Internet-Klassiker. Ich bin alt, natürlich kenne ich das. Das Unreal Tournament-Kind. Ah, schön. Und dann so schön mit der Tastatur. Das Unreal Tournament Kind spricht Dudley. Ja, bei Cold Mirror. Mm, ich hab das so gefeiert. Huch, ich hab eine Taube gefunden. Ich muss auch sagen, Cold Mirror hat damals schon geiles Zeug gemacht, aber ich muss sagen, sie macht halt immer noch geiles Zeug. Leider nicht mehr ganz so oft. Die hat wahrscheinlich mittlerweile einfach anderes zu tun. Aber es war halt, war und ist immer genau mein Humor gewesen. Ich mag die Dame. Ja, gebuddelt wird gleich. Erstmal hier einsammeln. Sie ist halt so ein Internetphänomen. Also ich kann verstehen, dass sie, wenn sie nicht von sie nicht jeder mag. Das ist halt Geschmacks- und Humorsache, aber ich glaube, die meisten Leute kennen und mögen sie. Vor allem so von unserer Generation. Wo kann ich jetzt buddeln? Hä? Überall. Okay, habe ich verstanden. Aber ich wollte dann hier noch Lumos. Die Mini-Teufelsschlinge weghauen. Banane der Freundschaft. Oh. Gib mir mal Hagrid. Der snipt das easy weg. Das, was du damals gemacht hast, konntest du heute nicht mehr bringen. Ne. Das stimmt. Oh Gott. Geh weg. Mach kaputt. Ah. Lumos. Na, sorry, Fang. Sorry. Hey, Banane, das ist aber ein lustiges Wort. Genauso ist dann jetzt, genauso. Ich glaube, nach dem Level machen wir aber einen Cut. Ich wollte nicht ganz so kurz machen, aber ich merke, Wetter und Hunger sind eine ganz tolle Kombination. Und wir machen dann, also ich habe noch keinen Streamplan für nächste Woche. Ich denke mal, dass wir nächste Woche hier weitermachen, ne? Ich hätte schon Bock. Und ich hoffe, ihr auch. Ja, und das waren dann so 4 Stunden, also halt ein bisschen, kann man sich, glaube ich, nicht beschweren. Ich hätte halt gerne den ersten Teil noch fertig gemacht. Aber das machen wir bei anderem Wetter und bei... Ich habe vor dem Stream gegessen, aber anscheinend nicht genug. Nun. Was? Ach so. Ich war gerade leicht verwirrt.
Brauch noch 10.000 Punkte. Oh, oh, da gibt's eine Doppeleinlösung. Ja, aber erstmal ist ja Niesch wünscht dir was dran. Dann spielen wir irgendwann demnächst mal. Wenn das Wetter stimmt und ich und Niesch was Passendes finden, gibt's Phoenix Wright, Professor Layton Gedönse. Ich spare lieber auf den Depp. Oh, oh, Stornio, sag mir nicht, es gibt jemanden, der das irgendwann einlöst. Oh, oh. Ja, also ich habe da einen Waschbären im Ofen, ne? Weißt du ja. Wollte ich dir nur schon mal vorher ankündigen. Damit du dich nicht so erschreckst, wenn es soweit ist. Nee, wenn das jemand einlöst, dann mache ich das und lösche mich vermutlich danach aus dem Internet. Hab nur 8K zurzeit. Oh. Nun. Habe ich aber noch mal Glück gehabt, ha? Da habe ich aber noch mal Glück gehabt. Nee, Udo, du sparst ja für andere Sachen. Komm jetzt nicht auf Ideen. Fräulein. Komm jetzt nicht auf Ideen. Ja, das reicht doch alleine nicht. Hä? Was? Also, Udo, wie bestechlich bist du? Also, Stornios, ich bin zwar nicht Udo, aber ihr wisst, dass ich sehr bestechlich bin. Mach mir ein Angebot, das ich nicht ablehnen kann, oder wie man sagt. Habe ich das schon kaputt gemacht? Nein. Warte, Stornios hat Ideen. Ja, also, Dinge und so, Waschbären, mein Kratzbaum klingelt. Mein Aquarium brennt. Was? Bei mir muss man sich da schon was einfallen lassen. Ja, ja. Das sieht interessant aus. Wie viele Chorwachpaletten brauchst du? 2 Kartons und ich bestimme, welche Sorten. Und dann haben wir einen Deal. Oh, ganz viel Hühnchen. Hühnchen. Alle. Hallo, Rena. Willkommen im Lurk. Ich habe dich, glaube ich, gerade das erste Mal gelesen, oder? Will Nelly jetzt Udo bestechen, oder was? Hey, gut, komm mal ran. Kitty heute wieder besonders lost. So. So, ich bin gerade nicht die Schnellste. Ich bin eine alte Frau. Sprach die 30-Jährige. Hey, gut, komm mal ran. Die Tür einmal ziehen. Karton. Aha, aha, aha. Du bringst mir meine... Chorwach. Chorwach ist geil. Muss ich auch die Tage mal wieder trinken. Was? Ich bin schon wieder verwirrt. Was? Ja, aber ich muss doch noch irgendwie da hoch. Oder? Monster Hunter Rise. Geil. Aha, aha, aha. Machen wir erstmal das hier. Das bietet sich gerade so schön an. Wir füttern den See mit Hähnchenkeulen. Das ist vollkommen legitim. Das macht man so. Naja, es ist ja jetzt nur noch ein Teich. Das mache ich jeden Tag mit meinem Teich. Zuckermehl. Nein, Koa, wach. Vielleicht doch irgendwie doch. Ach, da oben. Ich bin ein blinder Fisch. Dabei habe ich doch meine Brille auf. Aber scheinbar bin ich trotzdem blind. Nein. Ich hab's im Griff. Hermine. Naja, Chorwach, weiße Schokolade. Ich
denke mal, dass Nelly das meint. Oh, es wird, glaube ich, funktionieren, was ich hier baue. Ja, ich komme hoch. Reicht. Es reicht jetzt. Ich meine, was? Oh. Hagrid, rette mich. Mach kaputt. So. Jetzt kurz war okay, aber wenn ihr das weiter miteinander ausmacht, Nelly und Udo, bitte im Privatchat. Danke. Ich würde ja auch... Also ich habe Leuten auch schon Korwach mitgebracht. Zum süchtig machen. Das war... nee, warte mal. Schmönko hat was von Udo bekommen, aber ich habe... Oder habe ich auch Schmönko was mitgebracht? Auf jeden Fall Bayern und Niersch habe ich mal was mitgebracht. Was tue ich da gerade? Unfug, wie immer. Und Udo hat mich süchtig gemacht mit Korwach. Ja, 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 ja. Schlimm, schlimm, der Udo. Ruff, ruff. Warte. Kann ich das noch? Ja. Richtiges Dealer-Netzwerk. Ja, Korwach ist halt geil. So, Stornius. Hallo André, wie geht's dir? Herzlich willkommen zu Lego Harry Potter. Stray war sehr, sehr geil. Mein potenzielles Game of the Year. Ich glaube, das Ende hast du nicht mitbekommen. Ah, Hilfe. So. Das regelt Hagrid. Bonk, 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 bonk und bonk. Ja. Hut und Sonnenbrille. Freiburg. Da war ich auch mal, André. Das ist eine echt gute Stadt. Also echt hübsch. Freiburg kann man mal machen. Ich habe da mal vor ein paar Jahren eine Freundin besucht, die da studiert hat. Eine ehemalige Freundin. Deswegen weiß ich nicht, ob sie da immer noch wohnt. Leider. Huch, ganz ruhig, Hermine. Alles wird gut. Ah, da, 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 da. Alles wird gut. Vom Schlossberg, da war ich leider nicht. Aber ich habe halt so ein bisschen die Innenstadt gesehen. Bis später, Drachi. Danke fürs Reinschauen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. In Freiburg mit Y gibt's echt, oder ist das ein Keck? Ich bin verwirrt. Ich kenne mich doch nicht aus. Oh, voll daneben gehüpft. Wie war das nochmal mit Tiefenwahrnehmung und nicht existent? Ich meine, ich wollte natürlich wieder hier runter, weil ich gesehen habe, dass ich noch Sachen fange. Was tust du da? Fangen? Kann man dir irgendwie helfen? Bist du gerade ein wenig befangen? Ha, 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 ha. Was ist denn Udo? Ey, in Deutschland gibt es manchmal echt merkwürdige Kombinationen mit Städten und so. Ich traue das unserem Land durchaus zu. Der Hut war zu teuer. Ja. Aber freu dich trotzdem über deinen Hut. Jetzt ist es halt so. Du hattest halt Bock drauf. Nicht ärgern. Einfach freuen. Urlaub genießen. Und gönnen. Cutscene! Guck mal, das ist Harry. Rotkäppchen-Sekt, will ich das? Da siehst du, André. Sixpack! Stray ist eins der wenigen Spiele. Ich schreibe keine langen Steam-Reviews, ne? Aber da habe ich halt noch mal eins geschrieben. Wir haben Frank freigeschaltet. Frank hat sich selber freigeschaltet.
Aber wir müssen jetzt aber, bevor wir aufhören, ganz schnell gucken, ob wir Fang kaufen können. Prioritäten. 75%, das ist, glaube ich, mein bisheriger Highscore. Wir haben Frank freigeschaltet. Warte, hieß Nevilles Vater nicht Frank? Frank Longbottom? Ich glaube schon, es gab in den Büchern ja eine Szene, die es in den Filmen leider nicht gibt. Wo Neville im... Ich habe jetzt nicht das richtige Wort dafür. In der, ich sag jetzt mal, Zaubererpsychiatrie im Irrenhaus seine Eltern besucht. Im San Mungo heißt es, glaube ich. Mungo? Mungos? Alice und Frank. San Mungos. Danke. Ich brauch Geld für Frank. Wieso wisst ihr sowas noch? Weil ich den ganzen Kram viel zu oft lese und höre und gucke. Gut, mittlerweile gucke ich Harry Potter hauptsächlich und höre mir die Hörbücher von, ja. Ja, ich muss... Ich habe die ganze Zeit Quatsch erzählt. Ich habe noch mehr Merch. Kennt ihr Rufus Beck? Der liest sehr geil. Warte, ich mach mal kurz die große Kamera an. Ich brauche mal kurz die Catcam dafür. Das sind alle 7 Hörbücher auf CD. Ich wollte unbedingt die von Rufus Beck haben. Jetzt muss ich halt kurz raus haben, um die Szene zu wechseln. Sorry. Ah! Ich mache Unfug! Stephen Fry. Es gibt mittlerweile, glaube ich, auch eine andere Version als die von Rufus Beck. Deswegen habe ich das so betont. Meine ich. Da habe ich gesagt, nö. Xalas. Ihr seid doof. Ihr befangen. Also, hier, Balklar, Mädchen Harry hätte ich auf jeden Fall gekauft. Gott, mein Gehirn verknotet sich. Xardas wäre doch... Oh Gott, ich komme gerade nicht auf den Namen. Ich hab's vergessen. Wo ist Frank? Wo Frank? Da ist Gryffindor Mädchen und der Gryffindor Junge. Das waren natürlich ganz wichtige Investitionen. Bodo Henkel, dankeschön. Meine Lieblingssynchronsprecherin wäre ja... Genau die. Die hat, Frank Royal. Nein, halt, stopp. Die hat, oh Gott, was hat sie gesprochen? Kennt ihr noch Ranma? Ranma 1,5, da hat sie die weibliche, Ranma gesprochen. Oder halt in Inuyasha Sango. Oh Gott, was hat sie noch gesprochen? Ah, ich habe genug Geld für Fang. Wir haben Frank. Yay. Die hat eine geile Stimme. Ich bin mir ja nicht sicher, ob sie Lily in How I Met Your Mother gesprochen hat. Angela Widerhut heißt die Dame. Ich feiere sie eventuell sehr. Es ist zwar schade, dass wir das augenscheinlich letzte Kapitel nicht mehr machen. Aber ich habe Hunger. Mir macht das Wetter... mir macht das Wetter fertig. Ich mach das Wetter gleich auch fertig. Ich denke mal... Wie gesagt, wenn das Wetter mich morgen lässt, morgen 15 Uhr. Was macht ihr? Was fünft ihr da so rum, wenn ich Feierabend machen will? Hallo? Benehmt euch mal hier.